Es geht ja schon wieder ganz gut los hier. Jetzt hatte irgendwas im Soundmanager irgendwie was eingestellt gehabt gestern, als die Polen kommentiert haben. Und die hat man ja auch nicht gehört. Na, wir haben jetzt wieder auf jeden Fall wieder Sound im Stream. Guten Morgen, 6.34 Uhr mittlerweile. Danke an den, wie heißt er? Oma. Jupschik. Jupschiknik. Kann ich nicht aussprechen, Entschuldigung. Ja, wir hatten keinen Sound. Bei mir ist eigentlich der Daniel, aber der geht jetzt schlafen. Ja, ist gut. Genau, also dann. Ciao, ciao. Ja. So, dann lesen wir mal ein bisschen was aus den Facebook-Tickern von den Teams vor. Und zwar schreibt Threeride Motorsport vor 35 Minuten, es ist 6 Uhr und Sonntagmorgen. Nachdem es für unser Team in der zweiten Nachthälfte bestens gelaufen ist, liegen wir mit 55 Sekunden vor Notox Racing 1 in Führung und hoffen, dass wir unsere Performance bis zum Rennende heute gegen 15 Uhr halten können. Ja. Hätte man gar nicht gedacht nach dem schweren Unfall von Peter Grau dort. Also wie gesagt, wenn ihr gerne zum Interview kommen wollt, ihr könnt ruhig kommen. Wir nehmen jeden an. Ja. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz selber was nachgucken hier. Würde gerne, muss aber, ja. Das ist denn dumm gelaufen. Nein, das ist natürlich immer schade. Nur mal ein Interviewgast weniger. Also, er heißt Daniel. Seinen Nachnamen sprechen wir jetzt nicht aus, weil sonst kann ich gleich gar nicht mehr reden. Aber ich kann euch sagen, an welchem Team fährt er? Ah, Rowe Sim Racing PRL, die hatten mir eigentlich, also der. Ach, wer war das denn gestern? Dem PRL in Bach, der sagte mir, na, wir warten lieber noch mit dem Interview und jetzt haben wir 6 Uhr. Meldung stammte um 21 Uhr, nee, stimmt gar nicht. 19 Uhr in etwa. Ja. Achso, ja, okay. So, jetzt hört das Lag auch auf.
Ja. Sonst noch jemand zum Interview? Wir nehmen jetzt alle. Und seien sie nicht vom Team oder so, oder die fahren. Also, es ist gerade nichts an Zweikämpfen los, also ich habe nichts gesehen, oder ich bin noch so müde, dass die Zahlen irgendwie jetzt ganz komisch aussehen, aber das Spannendste ist hier die Independent Sim Racer 1, Christian Sens gegen Ace Racing GT Martin Rösler. Dort ist der Abstand, 2,5 Sekunden. LSF Racer mit Dennis Erner ist dann mit 9 Sekunden hinter den Ace Racing GT Nissan. Ja, das ist eigentlich so am spannendsten aktuell. Aber mittlerweile wird es dann wieder so hell, dass man ohne Licht fahren muss. Oder kann, muss nicht. Wir haben es gleich schon wieder 7 Uhr, das geht jetzt relativ schnell rum. Ich guck mal eben raus auf mein Fenster. Es wird noch nicht hell, das wird so gegen 7 hier oben an der Ostseeküste hell. Ja. Ich würde mal sagen, wir fahren mal eine Runde im Cockpit mit dem DTR. Sehen nochmal, welchen Geschwindigkeitswerten Ace Racing hier zum Beispiel durch die Uru fährt.
So, das war auch schon eine Runde mit Martin Rösler vom Team Ace Racing GT im Nether GTR. Startnummer 149. So. Habe ich jemanden hier reinbekommen? Ach Gott, jetzt. Jetzt werden wir alle munter, weil Peter Kraus hier. Guten Morgen, Peter. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Peter. Wie geht es dir erstmal? Ja, gerade aufgestanden und freue mich eigentlich, dass die Jungs in Führung liegen und wir hoffen, dass wir es bis zum Rennende dann auch halten können. Ein Thema dürfen wir auf jeden Fall nicht ansprechen. Du weißt auf welches. Ich weiß welches. Sprechen wir ein anderes an. Du hattest ja gestern dieses Standbild. Ja, da ist ja leider der Daniel Lange-Hegermann mit Vollkaracho hinten drauf. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber das ist ja immer, das ist immer so eine Sache. Er ist, glaube ich, auch relativ spät aufgefahren. Ich gehe davon aus, der hat mich nicht gesehen. Ja, er war im Windschatten mit jemand anderen und ist dann rausgezogen, um eine Attacke zu starten. Und da, oh, da steht ein Peter Grau, da steht ein Nissan, ein blauer. Und dann hat es Kavum gemacht. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum hat der Peter Grau A gebrennt? Klar, um das Auto nicht irgendwo hinten einschlagen zu lassen. Vielleicht. Ja, und um auch keinen, Fahrer Fahren zu gefährden. Also ich denke mal, das Beste ist, man steht da. Das ist jetzt endlich zwar blöd, aber die einzige Möglichkeit, um überhaupt irgendwas zu machen. Also ich sag mal, ich habe schon Situationen mit Standbildern gehabt, da sind die Leute durchgefahren. Und also an den Autos der anderen war kein Schaden, aber das ist mal so, mal so. Es war auch kein normales Standbild. Ich weiß nicht, worauf ich das jetzt zurückführen kann, weil es gab dann im Background, deswegen ist das Bild auch nicht wiedergekommen, es gab Texturfegermeldungen, also so ein typisches R-Faktor-Ding. Und machen konnte ich auf jeden Fall gar nichts dagegen. Ich glaube, Daniel Hake ist das ähnlich passiert, direkt am Anfang. Der hatte auch eins und müsste man vielleicht mal ein bisschen eruieren, woran das liegt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es war schön, dass er gebremst hat, um sich und keinen anderen zu schaden. Aber warum lenkt er nicht nach rechts, wenigstens um ein bisschen von der Ideallinie wegzugehen? Weil ich nichts mehr sehe. Ich weiß nicht, wo Ideallinie ist. Ich weiß auch nicht, wo Strecke ist. Also machen kann man da nicht viel. Das ist ungefähr so eine Gefühlssache. Und man weiß nicht, ja, hänge ich jetzt schon in der Leitschiene oder habe ich da nochmal einen Meter? Also das ist entweder rauf auf die Bremse und bloß hoffen, dass da kein anderer kommt. Ist eigentlich die einzige Chance, die man hat. Normalerweise wird man ja gesehen, also das ist ja nicht so, dass das Bild weg ist. Genau, und man hat ja notfalls ja immer noch die gelbe die Flagge. Dann eigentlich auch kommen sollte. Und es ist ja auch, der Einschlag ist ja nicht unmittelbar passiert, sondern der kam erst, weiß ich nicht, 10, 20 Sekunden später. Ja, ja. Aber okay, wir haben es ja gezeigt im Stream gehabt, dass der Daniel Lange-Hegermann da aus dem Windschatten rausgekommen ist. Okay, ist jetzt natürlich wieder so eine Streitsituation, hätte es vermieden werden können, klar hätte. Es hätte aber nie passieren dürfen, dass du kein Standbild bekommst. Nee, das, da kann man nichts machen, deswegen nochmal die Empfehlung hier auch, gerade auch wegen den Temcars. Ganz wichtig ist halt das Fahren mit dem Fahrertab. Auf jeden Fall. Dann hätte man es zumindest sehen müssen. Ja. Ansonsten, dich hat's ja jetzt zu Three-Ride Motorsport im geschlagen. Warum gerade da und nicht bei irgendeinem anderen Team? Ja, weil wir die Jungs aus der letzten Serie kannten und schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben, was wir jetzt hier gerade fortsetzen. Also es macht riesig Spaß mit Marius, mit Daniel und mit Martin Wiesold, mit Carsten sowieso. Bekannten kennen uns ja schon länger. Und ganz einfach auch, um konkurrenztechnisch ein bisschen Präsenz zu zeigen. Okay, wir begrüßen mal noch jemanden bei uns. Wir holen wir jetzt hier alle rein. Jetzt machen wir wirklich so eine Art Frühstücksfernsehen hier. Es steht zwar nur Mike, aber ich glaube, das ist der Mike Neumann, ne? Nee. Mike? Nee, hallo? doch, ja. Ja, ach, ich. Moin. Ja, moin, Mike. Ja, ich war das außerdem auch, ja. Ich höre dich auch jedes Wochenende, ey. Entschuldigung, aber da drüben macht's mir auch ganz viel Spaß. Ja, ja. Ja.
Habt ihr unter euch ein paar Fragen? Dann könnt ihr sie jetzt stellen. Nee, Peter. Das hier. War nicht der Daniel, der da reingefahren ist, das war ich gewesen. Du warst das. Weil ja, Christoph sagte das. Ich konnte das überhaupt nicht sehen. Ich weiß gar nicht, wer mir reingefahren ist. Jetzt bin ich wieder der Schuldige, ne? Aber wenn du das hast, okay, dann bist du halt der Schuldige, Mike. Das hast du jetzt selber zugeschrieben. Ja, nee, also mir ist es so passiert, dass ich hatte eine Viper vor mir und bin halt im Windschatten übelst stark rangekommen und auf einmal kam die gelbe Flagge und dann bin ich vom Gas gegangen und wollte mal ausscheren und gucken, was denn da in der Kurve ist. Und just in dem Moment habe ich dein Auto gesehen und dann wollte ich nur noch irgendwie kurz nach links ziehen, aber ey, keine Chance. Du hast aber das Auto gesehen, ne? Ja, ich hab's. Hat's aber keinen Fahrradtab an. Nee, brauche ich ja eigentlich ja, nicht. Ja, doch, der ist ganz wichtig. Der ist wichtig wegen den Temcars, weil die Temcars sind teilweise unsichtbar. Dann hast du zumindest die Position des Temcars, wenn du den Tab hast. Und ich denke mal, dass du dann nicht rausgezogen wärst, wenn du den gesehen hättest. Also ich war halt direkt hinter der Stoßstange von dem anderen, mehr oder weniger. Und als ich dann raus bin, also ich hab ja die gelbe Flagge erkannt, ne? Die war ja oben links und als ich die dann gesehen hatte, bin ich ja auch gleich vom Gas gegangen und dann wollte ich halt einfach nur gucken, was da vor mir ist. Weil durch dieses breite Heck von der Karre habe ich halt nichts gesehen. Ja, das war der Fehler. Ja gut, passiert. Ich sag mal, für mich war die einzige Möglichkeit, ich sag mal, überhaupt noch irgendwas zu tun. Ansonsten, war halt ein schöner Totalschaden, oder? Bist du, hast du dann Escape drücken müssen? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, ich glaube. Nee, du bist durchgefahren in die Box. Übrigens ganz kurz, bei den World Endurance Championships gibt's zum zweiten Mal die rote Flagge aufgrund heftigem Regen. Also da ist das 6-Stunden-Rennen von Fuji nochmal unterbrochen worden, nachdem man ja eben gerade versucht hat, mit dem Safety Car dort irgendwie, klar Schiff zu machen, um eventuell wieder einen Rennstart zu machen, aber jetzt hat sich die Race Control entschieden, das Rennen nochmal abzubrechen. Ob es fortgesetzt wird, kann ich noch nicht sagen. Wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden und weiter geht's mit Peter und Mike. Ja. Also ich bin eigentlich durch, soweit. Was war denn mit eurem Auto? Ging das noch, oder? Nee, ich musste Escape drücken. Die zwei hinteren Räder sind glatt gewesen, warum auch immer hinten. Das ist R-Faktor. Du schlägst vorne ein und hinten geht's kaputt. Ja, und also ich oder der Motor kurz, aus. So. Das war noch ganz, ne? Also der Motor funktionierte noch. Ich hab's probiert und dann bin ich irgendwie in einer Minute oder ach, was weiß ich, hab's 20 Meter probiert und ging nichts, konnte nicht denken, gar nichts und naja. Ja, hab ich die Karre dann abholen lassen sozusagen. Ja, ich sag mal, letztendlich, wenn man das jetzt auch bei uns sieht, wir sind auch ziemlich gebeutelt worden, aber das betrifft auch andere und da will ich mich gar nicht beschweren, aber ich sag mal, das war schon für uns ein schwieriges Stück, da auch wieder nach vorne zu kommen und ist ja nicht nur einmal gewesen, ist glaube ich zwei oder dreimal so gewesen und immer wieder zurück. Dann, der Hammer war eigentlich das, was danach kam. Im Support-Channel gab es einen großen Klack und dann ist Carsten die Load-Cell kaputt gegangen. Die hat sich mal eben mit einem kompletten Durchbruch verabschiedet. Dann ist Kat Carsten sich ins Auto gesetzt, ist 60 Kilometer nach Kelkheim zum Daniel Faber und hat sich die Go-Cell vom Daniel Faber abgeholt und hat die eingebaut und ist sofort wieder ins Auto. Das ist doch nicht wahr, oder? Der Hammer doch. Das war heute Nacht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Der war, glaube ich, so Viertel nach 10 ist der los und um 11:30 war er wieder da. Und dazu kommt ja noch, wir wollten ja gar nicht wechseln, denn wir hatten den Marius Bär zu einem dritten Stint überredet und dann kommt dieser Unfall mit dem italienischen Team, Witschwurt war es, und der da einfach mal quer über die Strecke fährt und entscheidet sich in die Box zu fahren, ein unglaubliches Verhalten, wie ich eigentlich finde, und naja, auf jeden Fall, da war das Auto dann nochmal kaputt und dann, das war auch unmittelbar nach dem Stopp, ich glaube fünfte, sechste Runde, der Marius hatte noch 94 Liter drin, da waren wir dann schon wieder vorne und das hat uns dann wieder zurückgeworfen auf, ich glaube 7 oder 8 oder so und das hat Carsten dann
dann hat Carsten halt übernommen und wieder nach vorne. Also immer und immer wieder. Aber ich sag mal, letztendlich ist es ganz lustig, macht einen Riesenspaß. Ich denke mal, wir sehen hier ganz einfach ein gutes Rennen, auch wenn man die Bilder im Stream anguckt, da stimmt alles und ist halt sehr, sehr spannend. Wir haben noch genügend Fahrer in einer Runde und auch dahinter ist es nicht so, dass der Abstand, dass man den Abstand für uns als ungefährlich bezeichnen könnte. Also ich denke mal, hier kann bis heute Nachmittag noch jede Menge passieren. Wir wissen, zum Schluss kommen sie immer wieder alle zusammen, Mike, ne? Das kennst du ja auch von der RML. Ja, genau. Wie sieht es jetzt bei euch aus mit Frühstück? Was wird es jetzt bei euch geben? Ich meine, okay, bei Peter eventuell Kaffee, aber wie sieht es bei dir aus, Mike? Also ich habe mir jetzt noch einen Kaffee gemacht, weil ich dann noch mindestens eins den fahren werde und dann ist bei mir Schicht im Schacht. Da gibt es dann auch danach kein Frühstück mehr, da geht es dann nur noch in die Falle. Okay, und bei dir, Peter, was gibt es jetzt noch außer Kaffee? Kein Kaffee, es gibt Tee und da werde ich mir jetzt gleich noch einen machen, weil ich fühle mich so ein bisschen, seit gestern Abend kriege ich auch hier so einen Anflug von Grippe. Und Grippe muss man immer vorsichtig mit sein, ist mit Sicherheit so ein kleiner grippaler Infekt, aber ich merke es. Stimme hört sich auch nicht ganz gut an und muss gleich noch aufs Auto. Und dann werden wir hier durchziehen bis an den Mittag. Da stand gerade der Satellite. Der Satellite? Aber nur kurz. So, weg. Mal eben in der... Ja, Satellite, 8 Minuten 47. Ja. Standzeit. Wir hatten ja relativ zwei schnelle Restarts gesehen, weil dann wieder einer Mismatch produziert hat. Wie kann das eigentlich passieren, dass man ein Mismatch auf dem Server übrigens ganz kurz, also bei der WEC steht jetzt von der Race Control No Race Resumed Before 14.30 Uhr Lokalzeit, das ist in Deutschland 7.30 Uhr, die Autos werden jetzt abgedeckt, damit da kein Wasser in die Elektronik läuft. Wie kann das passieren, dass ein Fahrer mit einem Smash auf den Server kommt und damit einen kurzzeitigen Rennabbruch simuliert? Ja, wir haben Ursache, damit so. Ja, die Ursache ist immer schwierig zu benennen. Ich sag mal, es sind ja auch Fahrer gewesen, die vorher schon gefahren sind, kommen zum nächsten Stint auf den Server und haben Mismatch. Warum das so ist, ich glaube, da sollten wir Easy und R-Faktor fragen. Also ich denke mal, von uns, weder Sebastian noch Lutz noch irgendwer anders hier kann die Frage mal klar beantworten. Man kann sowas sicher absichtlich produzieren, indem man halt eben, ich sag mal, einfach eine andere Datei da reinhaut. Das kann, dann hat man halt ein Mismatch, aber das wird ja keiner machen. Das ist ja vollkommener Quatsch. Nur, ich sag mal, Mismatch, wir haben es in der Vergangenheit gehabt und ich glaube, solange wir R-Faktor 1 haben, fahren, werden wir dieses Problem nicht loswerden. Ich weiß gar nicht, fährt das Team überhaupt noch oder ist es aus dem Rennen genommen? Welches Team jetzt? Oh Gott, jetzt stellst du Fragen. Da war ich schon gar nicht mehr am Kommentieren. Ich weiß gar nicht, ob es nur nebenbei gehört, weil ich noch bei RML so ein bisschen drüben war. Weiß ich gar nicht, ich glaube, das fährt gar nicht mehr mit, das Team. Ja. Irgendeins wurde disqualifiziert, ja. Ja, also wir haben bei dem ersten Mismatch zum Beispiel, waren wir genau in der Box und Carsten ist gejoint und der andere mit und es gab dieses Mismatch und da war bei mir zum Beispiel, ich konnte nicht mehr aus dem Auto aussteigen. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Das wäre heftig geworden, hätte es kein Mismatch gegeben, hätten wir wahrscheinlich eine Standzeit von 8 oder 9 Minuten gehabt. Wenn wir das mal runterrechnen, 8-9 Minuten durch 2 Minuten 20 Durchschnittsrundenzeit, dann gehen aber schon so 3-4 Runden flöten. 3-4 gehen da flöten, das ist richtig. Wenn man dann nochmal, ja, irgendwie zu früh, wie muss man sich das vorstellen? Man kriegt diese Time Penalty von 9-8 Minuten.
man geht auf den Server und ab da fängt die Zeit an, den runterzuzählen, oder muss man irgendwie zuvor auf Rennen klicken, oder wie funktioniert das? Nein, im Moment, wo du auf Rennen klickst, fliegst du dann bedingt durch das Rejoin-Tool wieder vom Server und das Ganze beginnt von vorne. Man sieht es ja jetzt hier auch am Zettelguide, die haben ja gerade, es war wohl ein Unfall, gehe ich davon aus, die haben Escape gedrückt und erscheinen sofort in der Penalty-Liste. So, und die haben jetzt eine Standzeit von, wie gesagt, 8 Minuten 47. Weiß nicht, was kann man in der Zeit machen? Eigentlich gar nichts, ne? Man kann nur hoffen, dass die Zeit ganz schnell rumgeht und dass die anderen ganz langsam fahren, ne? Ja, und sich nicht ärgern, ne? Weil das macht dann die ganze Sache eigentlich nur noch schlimmer, weil man kann nichts dagegen tun. Erstmal froh sein, dass wir dieses Tool haben, weil ansonsten, sag ich mal, mit einem Escape wäre in der Rennsession für das Team dann Schluss. Haben das genauso, wie Lutz das immer wieder sagt, bei einem Disconnect. Und wenn man mittlerweile mal sieht, eigentlich funktioniert das Tool mittlerweile sehr gut. Die letzte Saison sehe ich da so ein bisschen als Testsaison an. Und da ist auch, wie man merkt, viel draus gelernt worden. Und das läuft schon super. Eine Frage, die mich jetzt noch brennend interessieren würde: Würdet ihr euch wünschen, dass das Wettertool hier reinkommt? Oh ja. Ja. Jein. Klares Jein. Also, du weißt es, Christoph, wir fahren die Formel 1 bei der GRL mit Wettertool. Ja. Haben wir letztes Jahr auch so unsere Erfahrungen gemacht. Haben aber jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie man das ein bisschen eleganter lösen kann. Nur, ich sag mal, man sieht, dass die Server Probleme machen beim 24-Stunden-Rennen. Wenn ich dann noch mit Wettertool fahre, eigentlich ist es schade, dass man es nicht kann. Aber ich glaube, so ausgereift ist die ganze Sache nicht, dass man das hier dann ohne weitere Probleme über die Bühne bringt. Und ich glaube, mehr Probleme brauchen wir eigentlich nicht. Also wenn es ausgereift wäre, dann wäre ich auch auf jeden Fall dafür. Ja, ja, klar. Schauen wir mal, Lutz hatte ja gestern so eine Andeutung mal irgendwie gemacht im Stream, was mit dem Wetter twippen. Okay, sind wir mal gespannt, wie das Ganze wird. Weil dann ist es vor allem lustig, wenn alle auf Slick-Reifen unterwegs sind und es fängt auf einmal an zu regnen und man ist gerade zufällig durch Start und Ziel, man fährt Orujo und da ist es klatschenass und ja, dann fliegen sie alle ab wie beim 24-Stunden-Rennen 2012 in der ersten Kurve. Es gibt ja eigentlich keine kein streckenbedingter Regen. Also wenn, ist der Regen überall gleich. Und ich sag mal, da gibt es mittlerweile auch, also Jörg Vogel hat das bei uns gemacht. Ich kann also sehen, wie stark, also in Prozenten sehen, wie stark der Regen auf der Strecke ist. So, und dann kommen halt die Erfahrungswerte dazu. Wie lange geht's mit Slicks? Wann muss ich rein? Also ohne wäre das kaum machbar. Finde ich auch verantwortungstechnisch nicht glücklich, wenn da ein Fahrer fährt, der das nicht sehen kann, weil das sind wirklich Erfahrungswerte und die sind bei jedem unterschiedlich. Der eine hat so viel trainiert, der andere so viel. Und man kann es halt eben am Anfang definitiv so bis, ich sag mal, 17-20% kann man das nicht sehen. Also man sieht, dass es regnet, ja, aber das dauert dann eine ganze Zeit, bis dass sich da eine Spur bildet. Und die Spur einzuschätzen, das ist enorm schwierig. Mike, du dazu eine Äußerung? Oder stimmst du da Peter zu 100% zu? Ich kenne mich mit dem Tool nicht so, also mit dem Wetterplugin nicht so genau aus. Ich weiß halt, dass es definitiv schwierig ist, wenn man jetzt keine, sage ich mal, Plug-in-Hilfen hat, die einem dann wenigstens den Grad an Nässe Prozent angeben. Dann kann man sich darauf auch ein bisschen einstellen und sich an der Zahl eben orientieren. Oh, also, übrigens, so ganz kurz haben wir gesehen, VE hat sich da aus Galenslas Fuß gedreht. Wir sind übrigens ganz kurz bei LSF Racer drauf. Warum sind wir das? Weil gleich im Zweikampf mit der Ace Racing GT hatte mir der Daniel noch was von Rover SLS mich angeschubst, aber ohne Message. Vielleicht könntest du das nochmal schreiben, Daniel. Bei mir schreiben. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe ja auch die GRL
Formel 1 mal kommentiert und da war ja wirklich jedes Wochenende irgendein Regenrennen, also das ist ja nicht mehr feierlich gewesen. Und ja, ansonsten bei der RML, ich weiß gar nicht, so viele Regenrennen hatten wir auch gar nicht, Mike, ne? Eins? Nee. Ach, du bist ja noch gar nicht seit Anfang an mit dabei. Seit, ja. Ja, wir werden Anna jetzt auch in der kommenden Saison, die übrigens am Wochenende startet, werden wir mit der Umgebung fahren. Das heißt, es wird prozentual errechnet, an wie vielen Tagen es im Jahr in der Region, in der gefahren wird, eigentlich regnet. Und danach setzt sich das dann zusammen. Das ist wohl der bessere Weg. Weil in der vergangenen Saison stand es auf Zufall. Und ach, immer war es Regen übrigens. Ja, zufällig regnet Rennen. Es. War schon ganz lustig. Und irgendwann habe ich mich dann so abgeregt, dann glaube ich Jörg Vogel irgendwie gesagt, ach weißt du was, jetzt leckt mich doch alle fett hier. Aus damit. Ja, es war schon lustig. Vor allem, ich habe ihn ja wirklich jedes Wochenende geschrieben, wenn es regnet. Ne? Ich sagte, ich lege Protest ein, lege Protest ein, damit ich kommentiere. War ich am Teamspeak? Ja, am Christoph. Regnet. Kann nicht wahr sein, oder? Aber es ging schon als Lache dann los. Es wird übrigens hier gerade an der Ostseeküste hell so langsam. Und der Kevin Ecker schreibt mir gerade, 3 Stück hatten wir bei der RML bis dato. Okay, ja. Weiß ich nicht, merke ich mir nicht. Ja, Jungs, ich darf mich dann aber auch mal wieder nach unten verabschieden. Ich denke mal, ja. Grüß ein bisschen supporten, das mache ich. Grüß du nach Dänemark rüber. Wenn es denn jetzt gleich sichtbar wird. Dänemark? Nee, oder warst du nicht da oben? Polen. Polen, ja genau. Du warst aber der bis... Polen. Ja, ja. Der Jens Potschka kann nach Dänemark grüßen. Lutz sagt ja, eigentlich könnte ich mit den Polen ja moderieren. Ich so, du, ich kann nur 2 Orte auf Polnisch sagen, mehr nicht. Und die beiden Polen, die haben so gelacht denn, als sie das gehört haben. Also, na gut. Okay, Jungs, ich verabschiede mich mal wieder in den Channel und wünsche euch noch viel Spaß. Vielleicht hört man sich später nochmal. Alles klar. Ciao, ciao. Tschö. Bleibst du noch, Mike, oder? Na, ich muss auch wieder runter. Ich wollte mich jetzt auch verabschieden. Ja, geht ihr nun mal alle. Ja, wir haben noch was zu tun. Wir sind nur zu zweit gerade. So, okay. Also noch viel Spaß und vielleicht hören wir uns später nochmal. Ja, spätestens nächstes Wochenende wieder auf dem RCV, ne? Genau, und dann auf dem Podium. Ja, das wollen wir doch erstmal sehen, ne? Ja, genau. Nee, warten wir es mal ab. Also bis später. Alles klar. Tschüss. Die ganze Nacht eine Mücke in mein Zimmer gehabt, sehe ich gerade. Verdammt. Habe ich sie jetzt getötet? Ich glaube schon. Ja, die Fliege hat mich schon die ganze Nacht genervt eigentlich. Ich weiß nicht. Ja, ich würde mal sagen, ich melde mich mal ganz kurz AFK. Ich hole mir eben schnell mal was zu essen. Ich weiß gar nicht, wir bleiben mal bei diesem Duell drauf. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht so geguckt, weil ich eher ins Standing geschaut hatte. Das sollte sich eigentlich schon wieder erledigt haben. Das tut mir natürlich jetzt sau leid. Ne, der Abstand ist größer geworden, 6 Sekunden. Ich habe gerade wirklich nicht raufgeguckt. Wir bleiben mal bei LSF Racer und ich bin in 2-3 Minuten wieder da. Und ja. Wieder bei der WEC ist er dann auch rote Flagge. Bis gleich.
da bin ich auch wieder. Ich habe mir mal eben ein paar Scheiben Wurst geholt, um mal eben nebenbei zu frühstücken. Ja. 7.12 Uhr haben wir es. 12 nach 7. Viele Leute schon online sind in Facebook. Ich habe mal eben so gerade geguckt, ob ich da ein paar Nachrichten bekommen habe von euch, aber A, keine, B, sau viele. Mal eben hier. Brauche ich nicht. Ich warte ja immer drauf, dass der Martin Bisoy zum Interview kommt, weil dann wird's ja immer lustig. Und er verspricht mir als jedes Rennen, dass er zum Interview kommt. Glor hat gerade den Server betreten, okay. Ach ja, Leute. Okay, Martin fährt gleich. Okay, wie hat sehr schön rausgerätet. Nein, das passt schon. Haben wir noch potenzielle Kandidaten für ein Interview? Also Martin Bisoy hat sich so gegen 10 Uhr angekündigt. Ja, natürlich. Ich nehme jeden, der hier irgendeine Funktion hat. Und sei es nur Spotter, hatten wir schon so einige. Währenddessen übe ich schon mal geheim den Nachnamen auszusprechen. Ach Gott, es ist auch noch in Österreich, na, das kann ja jetzt was werden. Daniel Binewitschke, wie wird das ausgesprochen? Savicek. Savicek wird das ausgesprochen. Ach du Scheiße, und das um 7.15 Uhr. Guten Morgen. Ja. Du wolltest, Christoph. Ja, und ich bereue es keine Minute. Ich bereue es nur, dass ich heute Morgen ans Handy gegangen bin. Haben sie dich aufgeweckt, ne? Ich hab's mitbekommen. Ja. Und dann habe ich gesehen, oh, vor eine Stunde zuvor haben sie mich schon mal angeschrien gehabt. Ich wollte mich gerade drehen im Bett, ja. Weil sehe ich Christian Lehmann ruft an. Und er hat gestern Abend noch gesagt, ja, ich rufe dich dann an um 5:30, ne? Und ich sagte so, ja, das wollen wir erstmal sehen, ne? Ich werde es konkret ignorieren, ne? Und ja, jetzt sitze ich hier. Seit einer Stunde und 15 Minuten. Mitten in Österreich im Channel, was willst du mehr? Das ist noch nicht mal das Schlimme. Wenn du nicht mit Unterfränkisch ankommst, passt es schon. Weil dann fall ich auch schon wieder ins Unterfränkische. Oder Bayerische. Aber worauf ich mich eigentlich immer freue, dass wir keine Schwaben oder keine Sachsen im Interview haben, irgendwie, weil die einmal loslegen, also vor allem so richtig sächsisch, dann ist Game Over bei mir, vor allem um die Uhrzeit. Also nichts gegen die Schwaben oder gegen die Sachsen, ja. Das ist nur ziemlich krass, ihren Dialekt da.
Ich bleib beim Hochdeutsch, ich rede auch kein Plattdeutsch, auch wenn ich von da oben komme, aber na gut. Daniel, Team PRL Rowe Sim Racing 1 und 2, du spottest, sehe ich. Ja. Und bist neben auch noch Pressesprecher. Habt ihr, mir ist mal ganz doof gefragt, aber habt ihr eine offizielle Erlaubnis von Rowe Racing, dass ihr das Auto so übernehmen durftet? Ja. Weil bei uns nämlich ein Kollege dort arbeitet und der hat das alles schön in die Wege geleitet. Möchtest du auch sagen, wer? Das darf ich leider nicht sagen. Und ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt. Und wenn, dann dürfte ich es gar nicht sagen. Und er will es nicht. Sagen wir es so. Kannst du mir ja privat schreiben. Ja, kann ich dir mal machen, ja. So, muss ich erstmal gucken, wo eure Teams überhaupt sind. Das eine haben wir auf der 5, sehr gut mit den Daniel Schmidt. Ja, das läuft schon seit einiger Zeit sehr gut. Und euer anderes Team ist auf 19. Ja. Euch kennt man jetzt natürlich nicht so hier bei sim-racing.org. Man weiß natürlich, PRL sagen vielleicht die einen oder anderen, Sonntagnachmittags auf SimRace TV. Ja. Oder Sonntagabends, wohl besser gesagt. DTM und Formrants. Ja, unbedingt einschalten. Ich hab's zwar selber noch nicht geschafft reinzuschauen, weil ich da auch immer im Stream hab, aber ich versuch's. Und kommt jetzt ja nicht auf eine Idee, mich da abzuwerben. Das ich hab einen 30.000 Jahresvertrag bei der RML. Nicht. Ja, wir suchen eh noch für unsere GT3-Liga einen Kommentator. Vielleicht hast du mal Interesse. Kriegst ach, du? Gott. Jetzt soll ich bei einer anderen Liga auch schon GT3 moderieren, jetzt da? So viel Geld habt ihr gar nicht, um mich zu bezahlen. Nee, müssen wir mal gucken, ne? Alles klar. Dann muss ich erstmal gucken, wer so im Team fährt, ob es da Leute gibt, die ich kenne. Kallenbach zum Bleistift. Den kennst du sicher, glaube ich. Warte. Wen? Kallenbach? Ja, der sagt mir was. Ja. René Kirchhoff sagt mir was. Und ich habe immer die Vermutung, dass das ein realer Rennfahrer ist. Kann ich das sagen, dass das nicht ist? Aber es gibt doch. Hat er zufällig einen Bruder, der Marvin heißt und dass er im realen Motorsport ist? Das glaube ich nicht. Irgendwas habe ich doch mal gelesen. Ach, Kirchhoff heißt ich der glaub, andere. Da verwechselst du ihn gerade mit irgendeinem anderen. Ja, stimmt, der andere heißt ja. Ja, Kirchhoff. Entschuldigung, ja. Eigentlich wollte ich ihn ja schon berühmt machen, aber. kommt man auf die verrückte Idee, als ja eure Liga gibt es ja noch nicht so lange, direkt ein Langstreckenteam an den Start zu bringen und dann auch noch bei einem internationalen Event, was auch noch sehr, sehr viele Leute sich anschauen. Ich wollte auch gerne mitfahren, ich war leider 2 Jahre abwesend. Bin jetzt nach 2 Jahren wieder zurückgestoßen zur Liga. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich nicht mitfahren kann, mache ich halt den Spotter. Ja, aber sie haben sich gedacht, sie probieren es halt einmal, ne? Sie lassen es einmal auf sich zukommen. Ja, am Anfang war eigentlich nur der Plan, dass sie mal schauen, dass sie einfach durchkommen, die 24 Stunden. Aber dass fürs Einser-Team so gut läuft, damit hat keiner gerechnet. Ja, wir sind sehr zufrieden. Dann wollen wir auch mal eure Autos im Bild haben, genau. Da haben wir das Einser-Team mit den Daniel Schmidt. Ja, wie kommt man dazu, dass man ein Original-Motorsport-Team ins Virtuelle bringt? Wie, ich weiß nicht, ob du davon irgendwas erzählen darfst, aber wie ist das Verfahren gewesen? Dass ihr die Erlaubnis von Rover Racing bekommen habt, okay, ihr dürft unser Skin und unter den Namen fahren. Das weiß ich leider selber nicht genau. Ich weiß nur, dass einer, der was hier bei uns in der Liga mitmacht, dass der bei Rowe arbeitet und der hat das in die Wege geleitet. Wie genau das jetzt alles war, kann ich nicht sagen. Das weiß ich selber nicht. Ja, wir sind gerade mal im Cockpit beim SLS.
war irgendwas ernennenswert, das ist noch viel zu früh. Ist es irgendwas wert zu sagen oder ist das Rennen für euch problemlos? Es lief bis eigentlich problemlos bis auf einen kleinen Schnitzer, was der Dennis Hardluck gemacht hat. Da war nämlich beim Fahrerwechsel, hat der nämlich irgendeinen Fehler gemacht und dadurch wurden sie in die Box zurückgeworfen und mussten dann die Strafe absitzen. Beim Team 2. Aber sonst, bis jetzt, ist alles gut gelaufen. Das hört sich auch cool an. Ja, schreibt mir gerade der Janni Metzger, hat der Merove ist der offizielle Sponsor. Das wissen wir auch, Janni. Und die waren halt öfters bei den Rennen und haben dort auch die Rovefahrer getroffen. Ja, ich könnte auch hier zu Mantai gehen und, ne? Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Sie waren bei der Nordschleife, bei den vollen Langläufe, waren sie dort mit VIP-Karten und so. Alles drum und dran. Was ich weiß so gar nicht, der René, das müsste eigentlich so einer in fast mein Alter eigentlich sein, so, ne? 18, 17. Der René ist 17. Ach, lag ich ja gar nicht so falsch. Und der Sigi Dellerhoff, das ist der Ligaleiter vom PL, ja. Das ist sein Vater. Ah. Der ist aber heute auch nur in der Funktion als Spotter. Der Sigi Dellerhoff. Okay. Mensch. Ja, und auch nächstes Wochenende, was ich so mitbekommen habe, ist wieder ein Langstreckenlauf. Und das ist natürlich wieder die fast komplette Liga wieder dort und guckt sich das an. Natürlich mit Unterstützung von Robe wieder. Weil letztes Jahr hatten sie auch, hatte Robe noch 6 VIP-Tickets zur Verfügung und ja, die haben sie kurzerhand hergeschenkt an uns. Und ich habe keine einzige bekommen. Ja, es waren 6 Stück und die haben sie dann der Liga gesponsert. Trotzdem habe ich keins bekommen. Naja. Wie gesagt, GT3 Kommentator, da kann man vielleicht was machen, Christoph. Ah, so läuft es jetzt schon ab. Aha, aha. Ja, mal gucken, ne? Was dann im Kleingedruckten da unten steht. Ja. Ja. Momentan schaut das gar nicht so schlecht aus für unsere Autos. Das passt schon. Konstant. Keine Probleme. Ja, so läuft's schön sauber. Ganz kurz, bei der World Endurance Championship gibt es vor Deutschlandzeit 8 Uhr keinen Restart, also der Regen ist da weiter ein bisschen heftiger und mittlerweile wird es hier an der wunderschönen Ostseeküste hell. Ich weiß gar nicht, sieht es bei dir aus? Ist es dunkel? Ist es noch hell? Ja, in Österreich, in Wien, da geht auch schon die Sonne auf. Ja. Also, ja, endlich langsam wieder Tageslicht. Habt ihr eigentlich schon mal mehr gesehen? Ich hab den Namen nur Berge. Ja. Ach. Das ist irgendwie da werden wir ein anderes Mal drauf eingehen, Christoph. Das werden wir mal. Das ist so der Standardwitz irgendwie. Ja, ne? Ja, na, das ist. Hab ja genau so wie Wiener Würstchen, ne? Und so Wiener Würstchen, Schlucht. Ja. Aber du bist kein Wiener Würstchen, oder? Ich bin ein Wiener Würstchen. Und was für eins? Ja. Ein besseres okay. Wienerwürstchen gibt's gar nicht in Simrace. Ja, dann solltest du dich mal mit den anderen Würstchen dort in Verbindung setzen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich weiß nur, dass er aus Berlin kommt. Ach, oh, der Gilbert. Ja, jetzt genau. Fällt's mir ein, weil ich gerade. Jetzt fiel mir auch gerade StarFM ein. ich habe übrigens von dir immer noch keine SMS bekommen. Na gut.
sieht's aus ansonsten? Wie ist die Laune da unten im Channel? Wird auch mal ein bisschen off-topic geredet oder geht's nur wirklich sachlich zur Sache? Na, no, also jetzt momentan. Also es hat schon Phasen gegeben, da war es sehr, sehr ruhig, aber jetzt mittlerweile ist es schon ein bisschen entspannter alles. Und mit Sicherheit lästert die auch noch über den Stream ab, ne? Na sicher, ganze Zeit, also. Fürchterlich, ja. Fürchterlich. Ja, gut. Ich gehe jetzt wieder schlafen. Hier hast alle Daten. Ach, besser. Nee, das passt schon. Das passt schon. Sie ist. Wer kommentiert eigentlich bei euch das, in der Liga? Kommentieren tut TTM und vom Rhein's kommentiert der Kirchhoff, René. Ah, okay. Der Co-Kommentator ist der Daniel Schmidt, der was momentan Cockpit ist beim Team 1. Ja, den haben wir auch im Bild. Die ganze Zeit. Dann zeigen wir euch jetzt auch mal Team 2. Haben wir jetzt den. Wie heißt der? Daniel jetzt genug gezeigt. Zeigen wir mal den Kevin jetzt. Kevin Dödermann. Wo ist er denn jetzt? So, jetzt haben wir natürlich eine Positionsverschiebung, aber okay, das ist Boxenstopp bezogen. Ja, es geht so gerade die Boxenstopp-Zeit wieder los. Jetzt habe ich wieder. Das ist euer Einser-Team auf der. Oh, ich sehe gerade, wir sind auf 18 vorkommen mit einem Zweier-Team. Ja, jetzt haben wir es auch im Bild. Schauen wir mal. 1 Minute 5 Sekunden Abstand zum nächsten Positionskampf. Kann man eigentlich sagen, oder darf man sagen, dass das Zweier-Team ein Rookie-Team ist, oder. Nö, das war einfach nur Pech. Das war einfach nur Pech. Das war halt der Zwischenfall mit dem Fahrerwechsel. Sonst wären die auch weiter vorne. Das war halt die Strafe, was sie absetzen haben müssen. Deswegen wurden sie so weit zurückgeworfen. Aber eigentlich kann man sagen, vom Fahrerischen ziemlich gleich. Das war halt genau die eine Strafe, was sie so weit zurückgeworfen hat. Okay. Ja, kann man nichts machen. Wie sieht bei dir ein Wecker los? Ui, wie soll das denn? Ah, weil ich jetzt eigentlich wieder aufstehen müsste zum Spotten, aber das hat sich erledigt. Ja. Dadurch ich eh schon wach war. Seit die 3 Stunden. Ich bin heute schon seit 2 Stunden wach. Das kann nicht wahr sein. Es gibt doch nichts Schlimmeres als ein Sonntag. Sonntag um 5.30 Uhr weg zu werden und dann noch die Aussage zu bekommen, ja, normalerweise bist du ja jetzt auch schon wach. Am Sonntag, ne? Das ist das Schlimme. Nee, ich muss ja immer um halb, ich stehe ja, also mein Wecker klingelt ja um 4, weil normalerweise sitze ich ja um 5:30 Stunden im Zug Richtung Arbeit, weil wir um 6:30 anfangen. Ja, ich fange um 6 an und ich stehe um 3:30 auf, ne? Also. Ja. Ja, also aber österreichische Post, ne? Ihr habt doch da ÖBB und so weiter, oder so ja. Kuhdörfle. Das ist kein Kuhdörfle, nein, nein. Hast schon recht mit der ÖBB. Das passt schon. Soll ja immer pünktlich sein, habe ich mir mal sagen lassen. Pünktlich als die Deutsche Bahn auf alle Fälle, ja. Ja, ihr habt doch da weniger Streckennetz, also. Ja, hast du recht. Ich finde immer Gegenargumente. Bringt dir das ein? Ja, das war auch das letzte Interview, ne? Also ich werde doch. Ne, Spaß. Ja, du weißt ja, wo das X ist, ne? Richtig. Na, also. Ich komme gerne zum Interview, keine Frage. Das ist auch mein erstes, glaube ich. Das ist mein erstes in der R-Faktor-Karriere von mir. Ui. Premiere. Und wie fühlt sich das an? Ja. Geht, ne? Vor 60 Zuschauern. 61, wenn ich bieten darf. Entschuldigung, ich bin eben gerade auf den Stream gekommen. Aber ja. Oh, ich weiß ja jetzt schon, dass die Leute im TS von der Liga sich jetzt ablachen werden. Weißt du? Weil sie mich vorhin unbedingt reinhaben wollten
in sie dafür die ganze Zeit haben sie mich gedrängt, ich soll gehen, ich soll ja, gehen. Ja, der Michael neigt ab, ja, und dafür schicken sie dich jetzt. Ja, ist ja, klar. Die ganze Michael, Zeit. Wir haben es verstanden, euer zweites Team ist jetzt übrigens gerade an der Box. Schauen wir uns mal ein bisschen das Auto an. Wirklich so originalgetreu ist. Ja, okay. Promotion. Oh, beide sogar? Informationsflug gleich eventuell. Ja. Ich glaube, jetzt ist auch ein Fahrerwechsel. Ja, sollte ein Fahrerwechsel sein. Wir schauen mal. Wir lassen jetzt einfach mal ganz kurz die Namen an und hoffen, dass es alles gut geht. Das Thema möchte ich eigentlich gar nicht ansprechen, weil, wie wir ja wissen, wenn wir das Thema ansprechen... So, ah, darum wollte der Michael Kallenbach nicht kommen, weil er jetzt nämlich genau. Im Auto von Daniel Schmidt saß. Er hat mir schon gestern auch geschrieben, ich neige noch zum Interview ab, aber später gerne. Ja. Ja, aber der verstiebt euch schon seit 6 Stunden, ne? Hör mir auf. Na, eigentlich noch länger. Um 19 Uhr hat er das, glaube ich, geschrieben. Oh, da kommt der dritte SLS hinan. Ja, ist jetzt SLS-Boxen-Stop-Zeit. Wie lange könnt ihr fahren? Habt ihr irgendwelche Apps drin? Und, Das möchte ich dann nicht sagen, wie lange wir fahren können. Wir können lange fahren. Wir können lange fahren, ja. Also... So, euer zweier Team fährt jetzt auch. Gab's da ebenfalls einen Fahrerwechsel? Ja, Wolfgang... Stock. Ist er jetzt? Ja. Hat übernommen. Aus der Ferne sah das wie ein U aus. Okay. So, das ist natürlich suboptimal, was Rick Engels da macht. Oh! Bitte vorbei, das, ja. Okay. Das muss man, also, das muss man ja auch erstmal schaffen. Mitten? Ja, das ist... man möchte halt schnell auf die Strecke zurück, ne? Das ist halt... Gerade sowieso. Zur engsten Stelle. Ja. So, jetzt krieg ich hier... Okay. Ja. Gut, Daniel. Wir wünschen dir noch einen schönen Sonntagmorgen, 7.34 Uhr haben wir. Dann danke ich für das Interview. Ja. Ich hoffe, es tat gut, endlich mal live interviewt zu werden. Auf alle Fälle. Ja. Grüß das Team da unten und viel Glück euch noch. Dankeschön. Und wie gesagt, gell, gehst du auf GT3? Du weißt. Ja, aber da musst du jetzt erstmal... mit demjenigen, der jetzt kommt, weil der ist eigentlich verantwortlich. Wunderschönen guten Morgen. Und eigentlich würde ich ja jetzt die Schimpfwörter rauspacken, aber um die Uhrzeit würde ich es nicht machen. Derjenige, der mich geweckt hat, Christian Lehmann, guten Morgen. Ja, Tagchen. Na gut, Leute, ich wünsche noch viel Spaß, ne? Ja. Und ich bin mal wieder unten bei meinen Teams. Jo, dann noch viel Glück, viel Spaß. Dankeschön. Mit Ankündigung, ey. Ja, ich rufe dich um 5:30 morgens an. Du wusst ja nicht, dass es wirklich so kommt, wa? Ja, ist klar. Sei froh, du kannst wenigstens überhaupt mal schlafen. Erzähl mal was. War jetzt dein Sinn und allgemein die Nacht für euch? Mal sagen, die Nacht war ziemlich durchwachsen. Da ich dann nochmal auf dem Ferrari gefahren bin, Thorsten ist nochmal aufs andere Auto rüber und... Ja, eigentlich war auch geplant, dass ich mich auch mal irgendwann hinlege. Das werde ich vielleicht jetzt mal gleich so eine Stunde machen. Ich muss mal gucken. Aber ich bin jetzt auch schon seit heute Morgen irgendwie um 9 oder 10 Uhr wach und ja. So langsam werde ich auch etwas müde. So, der letzte Stint war jetzt auf jeden Fall in Ordnung. So. Beim Fahren ist es, finde ich, gar nicht, da merkt man das nicht so, aber sobald du aus dem Auto raus bist, Escape auf den Desktop gehst und ja, irgendwie ist der Bildschirm ziemlich hell, weiß ich auch nicht. Was hast du, Louis? Es würde mich jetzt mal so ein bisschen off-topic interessieren, als du gesagt hast, so, ich rufe jetzt mal den Weber an. Also ganz im Ernst, es ist auf deinen Seiten Mist gewachsen. Und nochmal ein bisschen Schuld so von weg mitzunehmen. Ja gut, Lutz hatte ja da eh schon, hat man gehört, ziemlich zu kämpfen gehabt. Und dann hat habe ich so Daniel gesagt, der ist ja beim Fahren eh immer ziemlich gesprächig. Und hat er gesagt, dann ruf doch mal den Weber an. Da habe ich gemeint, ey, ist das dein Ernst? Dann meinte, ach, der ist doch eh schon immer morgens um die Uhrzeit wach. Mache ich das halt mal. Ja.
bei dem bist du dann hier. Looks fand es cool. Ich hab mich hier gewehrt, so, weil ich dachte, wird doch jetzt eh nichts und nee, und guck mal auf die Uhr, ne? Und trotzdem schaffst du es immer wieder. Was haben die anderen dazu gesagt, als du denn denen davon erzählt hast? Ich war zu dem Zeitpunkt nur mit Daniel im Channel. Achso, was sagt der? Er hat mit Sicherheit gelacht, ne? Er fand das eigentlich recht cool, ja. Ich habe ja wirklich erst überlegt, soll ich jetzt rangehen oder einfach eine Sperre rein und dann ist Auszug Maus. Und dann habe ich gesehen, das ist ja ein Lehmann, habe ich nur mal so überdacht. Ja, okay. Ich bin ja so total verrückt, ne? Ich glaube, das sind wir alle hier, oder? Ja. Manche sind total verrückt. Ja, Patrick Richter, zu dir kommen wir auch noch gleich. Ich habe dich nicht vergessen und jetzt kommen sie irgendwie alle. Wirst du denn heute nochmal fahren oder wirst du jetzt ganz entspannt Sonntagnachmittag genießen, gleich schön frühstücken gehen oder schlafen, was weiß ich? Ich habe mir um 4 Uhr vorhin erstmal Hotdogs gemacht, also Hunger habe ich eigentlich. Oh, morgens um 4. Du hast mir übrigens schon morgens um 4 angeschrieben, ne? Ich habe das vorhin gerade erst gelesen. Jupp. Ja. Ja, keine Ahnung, ich habe dann eben noch MotoGP die letzten 2 Runden geguckt, da war ja gerade das Finish. Ja, bei der WEC ist ja immer noch Rennunterbrechung. Also vor 15 Uhr ist da nichts mit weiterfahren. 3 Stunden 48 würden ja nur auf der Uhr stehen. Eigentlich sollten sie um 4 starten, aber irgendwie ja, macht der Regen im Fuji einen Strich durch die Rechnung. Sollen die mal. Genau. Ja, solange nee, es nicht gucken. So schlimm wird wie bei der Formel 1. Ja, da hast du recht. Nee, wie gesagt, mal gucken, ob ich nochmal fahre. Ja, ich glaube schon, aber jetzt erstmal nicht. Ja, und du hast ja mit Sicherheit mitbekommen, ne? Hier wollen mich schon Leute wieder abwerben von euch. Ja? Ja? Ja, ja, kommentiert natürlich auch so immer VDPRL. Für GT3. Ja. Nur, wie gesagt, Daniel, ne? Das Kleingedruckte damals nicht gelesen. Das ist ein 20.000-Jahres-Vertrag bei der RML. Lebenslang. Eingeschwert. Nee. Ja, ja. Sitzt beim Keller immer abrufbereit. Nein, Quatsch. Keine Ahnung, hol doch einfach mal den Patrick auch mal hier runter. Muss er da oben ja schlafen. Okay, so, komm, Patrick. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ihr hört euch noch alle so gut gelaunt an. Was nimmt ihr für Drogen, sagt mal. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich hab 2 Stunden geschlafen. Ey, Cheater. Ich glaube, ab einer gewissen Uhrzeit merkt man das nicht mehr, oder? So. Ja, wie gesagt, ich bin ja einmal unterwegs gewesen und da bin ich ja auch nachts dann mit dem Zug gefahren. Das ist ja wirklich schlimm, so zwischen 3 und 5, das ist so die schwerste Stunde, oder? Wo man wirklich aufpassen muss, dass man wach bleibt. Kommt drauf an, ob man den Rhythmus gewohnt ist oder nicht, ne? Man die Nachtschichter unter uns, die sind sehr gewohnt, sag ich mal. Ja, so, der Kevin ist jetzt auch da, komm, zieh mir den auch mal runter. Guten Morgen, Kevin! Einen wunderschönen. Guten Hallo. Morgen. Der hört sich auch noch. Ich mach was falsch, eindeutig. Ey, ich hab aber nicht geschlafen, so wie andere gerade, wie ich's gehört hab. Ich hab 5 Stunden geschlafen. Ich bin seit gestern 15 Uhr wach. Oh, zum perfekten Augenblick, natürlich, wie immer, ne? Ich bin seit wach geworden. Ich bin seit gestern 8 Uhr, okay, ich habe jetzt auch 5 Stunden gepennt, um kurz nach Mitternacht. Ja, und dann wurde ich von einem Christian Lehmann geweckt. Da oben ist schon der nächste, Daniel Schmidt vom Team 1 von uns. Kann nicht sein, jetzt kommen wir alle hier. Teamspeak Party. Ne? Ja, wir hatten halt gleichzeitig den Stint. Also, und gleichzeitig ja, ja. Haben wir auch aufgehört. Guten Morgen, Daniel, das hatten wir übrigens im Bild. Morgen! Ich hab doch gesagt, mach. Der nächste, der gut gelaut ist. Ich hab doch. Ihr könntet eigentlich alle beim Frühstücksfernsehen anfangen, ja? Ne, es ist mir zu früh. Gut gelaunt, wie ihr morgens seid. Ja, was denn? Habt ihr schön um 10 Feierabend?
Ich hab doch gesagt, wir machen jetzt ein bisschen Frühstücksfernsehen-like. Wir haben zwar kein Frühstück hier, aber naja. Meine Pizza ist im Ofen. Willst du das? Oh Gott! Nee, das könnte ich jetzt glaube ich nicht. Beim einen gibt's Hotdog, beim anderen gibt's Pizza. Hat und eine Koffeintablette. Patrick hat bei dir schon Dönerladen auf, eventuell. Das wird von mir nicht unterstützt, sorry. Oh, da ist übrigens, einer gesund. Nee, übrigens, du sagtest vorhin irgendwann mal, du möchtest ungern Sachsen hier drin haben. Tut mir leid, jetzt hast du einen. Aber ja, ich denke, wir verstehen uns trotzdem. Ja, ja, es ging sich ums Dialekt, weil es ja, gibt einige krasse Sachsen, die wirklich dann loslegen, wo ich dann wirklich am Überlegen bin. Ob ja, na gut, es kommt dann auf die Vokabeln. Ich hab's nicht verstanden oder. Ne? Ja, ich denke, wir verstehen uns. Ja. Ich glaube, wenn ich anfange mit meinem Dialekt, verstehst du auch nichts mehr. Wieso, was hast du denn für ein Dialekt? Ich komme aus Köln. Kölsch. Okay, das versteht man doch. Ja, da gibt's manche, die verstehen es nicht. Auf Kölnisch? Auf Kölnisch. Wenn, dann heißt es Kölsch. Kölsch, genau. Was weiß ich, was soll ich jetzt sagen? Vielleicht etwas, was passt zu dem Event. Et küt wie et küt. Das ist vielleicht noch einfach zu verstehen. Ja. Ich war noch nie in Köln. Ich hatte es eigentlich immer mal vor, aber ja. Immer hat mich irgendwas abgehalten davon. Da muss ich wieder da aushelfen und hier und da. Und dann hat die Liga noch ganz lieb wegen Kommentieren gefragt. Und meistens kam dann immer noch Lutz und wollte was. Nein, wo ist denn der überhaupt? Der ist Haier machen. Der wollte, und dass ich nach meinem Stint noch vorbeikomme. Jetzt ist er pending. Das gibt noch Ärger. Ich werde ihn aber ausrichten, dass du da warst. Soll ich noch einen Screenshot davon machen, dass du wirklich da warst? Ich habe gleich noch einen Stint zu fahren, also von daher. Ja, vielleicht ist er bis dahin wieder da. Er wollte um 11 kommen. Vielleicht reicht dir das. Ich fahre von ungefähr kurz vor 9 bis kurz nach 11. Ja, siehst du, passt doch. Dann kommst du gleich hier hoch, denn. Da wird sich der Lutz mit Sicherheit freuen. Gut. Was hatte der für ein Problem, Levi? Die konnten keinen Fahrerwechsel machen. Okay. Ja. Christoph? Ja? Bin ja die fast ganze Nacht gefahren. Hast du denn überhaupt mal unseren geilen BMW gezeigt? Dieses Design, das ist doch mal der Oberhammer, oder? Das haben wir ja auch erst ein paar Tage vor dem Rennen erhalten. Welches Team seid ihr? Ich wollte gerade fragen, welches Team seid ihr eigentlich? Ich das weiß seit, nicht. Das mal 4 Stunden lang auf P1 rumgetuckert ist. Ach, ist das hier, ach Gott. Ja. Kfz-Teile 24? Nein, Independence. Weiß das ich. Darf ich einfach mal geraten. Wir sind aber das dritte Team. Independence? Ja. Stimmt! Independence! Wir waren die. Ja, bis 0 Uhr ungefähr waren wir auf dem ersten, ja. Wo seid ihr denn jetzt noch nicht? Nach 2 Escape sind wir auf dem 13. jetzt. Einmal ein verschuldeter Unfall, einmal leider ein unverschuldeter. Nach dem letzten Restart haben sich einige in der Urush quergestellt und da ist dann unser Dirk leider rein, konnte da auch nicht mehr reagieren. Ja, und da gab es 2-mal Escape und naja, dementsprechend viele Runden sind wir jetzt hinten dran an der ganzen Sache, ja. Da haben wir auch euren BMW Z4 GT3, da hinten ist ein McLaren, aber das ist kein Positionskampf, oder? Nee. Nein. Man muss auch dazu sagen, jetzt kommt gleich wieder Andreas Leikam, der dann auch wieder super Zeiten hinbrettern wird. Deswegen hoffe ich doch mal, dass wir nochmal irgendwie unter die Top 10 kommen. Nehmen wir schon. Achso, eine Frage an den Lehmann. Du hast es mit Sicherheit gesehen von Rick Engels, oder? Ich? Was? Wo? Wie? Wann? In der Box? Dass er da falsch rumstand? Ich hab's aus der Perspektive von meinem Fahrer gesehen noch. Ja, darum. Nein, ich hab's nicht. Um die Kurve stand er auf einmal mit dem Gesicht andersrum. Das gibt noch Ärger. Ja, ich hab unseren Fahrer noch extra eingebremst, wegen einem Unsafe Release. Wer war das, der Rick, hast du gesagt? Ja, ja. Gut, den muss ich aber auch mal
bisschen loben. Ich glaube, der sitzt jetzt schon 9-10 Stunden alleine auf dem Auto. Ne, 11 schon, ja. Waren ja anfangs 4-5 Leute. Dem einen ist dann mal kurzfristig das Lenkrad abgeraucht. Der andere hat schwere, ach was weiß ich, glaube wahrscheinlich ist der Hamster gestorben. Ich will, naja. Ja, ey. Das ist so das Rookie-Team. Ich meine, der Rick und der Rütt, die geben sich da echt Mühe. Der Rütt hat noch heute mit seinen Eltern daheim komplett die Wohnung renovieren müssen. Und hat auch Grippe und sitzt da und fährt. Und dann kommt halt wirklich einer und sagt, heute Mittag noch schön die ganze Zeit bei uns Formel 1 auf dem Server gefahren und auf einmal geht alles an seinem Lenkrad, Gasbremse, Kupplung, Hochschalten, Runterschalten, aber der kann nicht mehr lenken. Und der andere, weiß ich nicht, der läuft im Garten im Kreis oder so, ich kann ich nichts zu sagen. Ganz kurz an den Kevin, ich soll dir von Daniel sagen, denk an deine Pizza, bevor die schwarz wird. Welche Daniel? Schmidt hier, oder was? Nee, das hätte ich dir selber gesagt. Wie der andere, wo ich die Nachnamen nicht aussprechen kann. Der Schemischek. Genau. Der Winschek oder sowas. Ja, ich soll mich dran erinnern. Ich werd's nie lernen. Der kriegt gleich was zu hören drüben im Teamspeak. Ohohoho. Die hab ich gerade jetzt reingeschoben, die braucht noch eine Viertelstunde. Na, siehste Daniel, was machst du so einen Stress, ey? Hier, unser Andreas aus dem zweiten Team ist übrigens jetzt auch 7,5 Stunden am Stück gefahren, ganze Nacht durch. Weil ein paar diverse Leute ausgefallen sind, ja. Müssen die nicht mal auf Klo oder so? Ich bin immer während dem Boxenstopp gerannt. Und 15 Sekunden bevor ich wieder weiterfahren konnte, war ich wieder da. Das wird mir zu stressig. Alter, ich bin aufgesprungen. Headset in die Ecke geworfen, ne? Nö, das habe ich an den Schaltknüppel gehängt. Dann habe ich aus Versehen fast das ganze Ding abgerissen. Trotzdem total unschlimm. Kannst nicht mal wirklich auf Toilette gehen. Ey, Alter, aufhängen, reinrennen, ablassen und wieder hier hinsprinten. Und dann auf die Zeit gucken, ja, 15 Sekunden habe ich doch. Super. Beim nächsten Mal versuche ich euch mindestens 20 noch ab. Ja, yeah, neuer. Kann man auch schnell eine Zigarette rauchen, wa? Die rauche ich während dem Rennen immer. Ach so. Ach. Okay, ja. Gut zu wissen. Also wenn du einen Unfall produzierst, dann wissen wir den Grund. Du hast an der Kippe gezogen. Ich mach's ja immer nur auf der langen Geraden. Da mach ich dann zwei schnelle Züge, weg und eine Runde. Und dann wieder zwei schnelle Züge. Echt? Beim Rausbeim? Nein, kann ich gar nicht. Übungssache. Okay, wir haben gleich Fahrerwechsel, deswegen gehe ich mal wieder runter. Jo. Viel Spaß noch. Jo, ja, den werden wir garantiert haben. Danke, dir auch. Danke, bis dann. Haben wir gerade eine Party hier. Ihr müsst das so sehen, rachen kann er während der Fahrt, aber sobald irgendjemand an Piepser absetzt, da ist er gleich auf 180. Frag den Siggi, wie viel ich gequatscht habe gerade eben beim Stint. Achso, und mich bremst dann hier ein, ich soll mal Schnauze halten. Würde ich mir Gedanken machen. Wenn ich am Fahren wäre, ne? Das wollt ihr gar nicht hören. Also ich kann das beim Fahren auch nicht, ich brauch da auch meine Ruhe, das ist... Sobald ich meinen Rhythmus gefunden habe, ist das kein Problem. Auf einmal sagt mir der Sigi, ja, du bist gerade im 20.5 gefahren. Ich so, bitte was? Geh mal schlafen und guck nochmal hin. Ja, da hab ich mir auch gedacht. So, das ist jetzt hier. Ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt? Ich drücke eigentlich nur bunte Zahlen. Aber das sollte mal ein Zweikampf hier gewesen sein. Das zieht sich aber auch alles auseinander. 7.50 Uhr haben wir, um 8 machen wir einmal das Ding. Ja, ein Rowe SLS ist auf 5, der andere ist irgendwo 19. Ja, da gab's ein paar Problemchen. Schauen denn ein paar Offiziellen von Rowe dann zu oder haben zugeschaut oder wie oder was? Es sitzen sogar zwei hier. Nee, Zuschauen waren auch welche. Hauptsächlich. Könnt ihr da mal was anmachen für mich? Irgendwie so ein paar VIP-Tickets oder so? Also wir selber eher weniger, aber für unsere Community, die Profi Racing League, da gibt's so ein paar Mitglieder, sag ich mal, die haben einen besseren Draht als jetzt zum Beispiel ich zur Rowe. Und da wären wir wieder beim Thema Abwehr von Kommentatoren von anderen Ligen, ne?
Ja, Christian, kannst du da irgendwas gegenbieten? Du musst ja erstmal aus meinem Keller rauskommen, also. Du willst gar nicht wissen, was ich entwickelt habe in der Zeit. Aber es gab schon mal so ein paar Sachen. Aha, okay. Ja. Wie war's, du mit aus dem Keller rauskommen, oder was war sonst? Nee, dieses, was er gerade meinte mit dem Klarmachen. Achso, ja. Aber da haben wir halt nichts, nicht direkt was mit zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon den Daniel gefragt hatte, den anderen Daniel. Der kam eigentlich auf die verrückte Idee zu sagen, ja, wir fahren mal hier International GT3 Team Multileague mit Manager-Modus mit und verrückten Kommentatoren. Wer hat denn das entschieden? Was heißt entschieden? Das haben wir ja letztes Jahr die letzten drei Rennen schon gemacht. Allerdings bloß mit einem Team. Und auch mit anderen Fahrern. Wer jetzt im Endeffekt übrig geblieben ist bei uns im ersten Team, ist im Endeffekt der René Kirchhoff und der Michael Kalmbach und der Wolfgang Stock ist von Team 1 in Team 2 reingeswitcht, weil wir ein Fahrer weniger verpflichten konnten. Ja, da hat das Ganze sozusagen Lauf genommen, erst als Spotter tätig gewesen, da hat es einen schon gejuckt, sich mal reinzusetzen, zu fahren. Und ja, jetzt sind wir halt mit zwei Teams gleich am Start. Und morgens um 7:45 am Durchmachen noch gute Laune zu haben. Ja, und einer, der hat ebenfalls immer gute Laune, egal wann du den zum Interview holst, der hat immer gute Laune, auch wenn bei denen irgendwas abbricht. Carsten Welben, guten Morgen! Auch wenn er manchmal morgen husten ist. Morgen! Sag doch, der hat immer gute Laune, der Carsten. Wie machst du das? Ach, Welche Zigarettenmarke rauchst du? Nein, ich hab einfach das Motto, erwarte nichts und du wirst doch nicht enttäuscht. Weißt du? Und dann werde ich nicht enttäuscht und dann bin ich auch nicht traurig. Ich hoffe, ich hab dich zu lange aufgehalten. Ach, nö. Ich bin gleich recht reingefahren, das war mir zu bunt. Ich glaube, ich habe eine Kurve gebraucht dafür. Ja, keine Ahnung, wenn ich Carsten, da hab ich Fahrer, kurz, lass mich einfach in Ruhe. Ganz kurz an den Carsten, wie oft wurdest du jetzt geblitzt, als du diesen Sensor da irgendwie von Daniel Faber geholt hast? Wie, wä? Du musstest doch zu Daniel Faber fahren. Ach so, also, wenn ich geblitzt worden wäre, dann, die Waldfee. Aber ich wurde nicht geblitzt, zum Glück. Ja, okay, bei euren Kuhdörfle da unten, ne? Ach, das... Sagt einer, der aus dem Norden kommt, hier, weißt du, so geht vor die Haustür, das ist eine Ostseeflut. Ach, erzähl nicht sowas. Ja, komm. Ich wohne noch ein paar Meter über NN, ja, also. Ja, Außerdem hatten wir sowas noch nicht. Doch. Nein. Ich wohne jetzt nicht an der Elbe oder so. Halbe Stunde, dann bin ich am Strand. Nein. So. Und mit dem Auto eine Stunde im Sommer. Wenn Reisezeit ist. Ja, Carsten, läuft ja wunderbar, ne? Das eine Thema möchte ich gar nicht ansprechen. Du weißt, glaube ich, warum. Welches Thema? Fängt mit D an. Doppel D? Und hört mit nett auf. So, hä? Meinst du Disconnect oder wir hatten keinen Disconnect? Nee, aber wenn ihr jetzt rausfliegt, ne, das ist deine Schuld. Ja, jetzt hab ich's erwähnt und jetzt ist der Simracing Gott sagt, mach dir mal komm, Internet jetzt, weg. Jetzt aber. Ich glaube, ich hab den echt zu früh geweckt. Wen? Ja, dich, wen sonst? Ja, was rufst du auch um 5:30 morgens an am Sonntag? Ja. Es gibt Leute, die haben noch gar nicht geschlafen. Beschwer dich nicht. Ich wollte gerade sagen, also. Ja. Oh. Leute, die 60 Kilometer gefahren sind, um da sich irgendeinen Ersatzteil zu besorgen. Ja. Der Carsten. Ja. Das solche ja. Siehst du mal, mit was für Elan der dabei ist. Ja, ich hab gedacht, das war aber so klar, dass das wieder während im Rollen passiert, ne? Ich sollte halt so und auf einmal macht's knack und
Ja, es war so laut, dass man es anscheinend sogar im Teamspeak gehört hat. Und Daniel Faber hat dann schon gesagt, was ist jetzt los? Weil ich, er hat erst gedacht, ich hätte irgendwo draufgehauen oder sowas, weil irgendwas im Auto nicht funktioniert hätte. Habe ich gesagt, nee, hier, Kollege, Load Cell ist durch. Dann habe ich erst noch ein bisschen rumtelefoniert, beim Kumpel, wo ich gedacht, weil der hat eigentlich immer eine Load Cell noch auf Reserve rumliegen. Ganz kurz, die sich damit nicht auskennen, darunter auch ich. Was ist so eine Lotse? Was macht das am Lenkrad? Das ist in den Pedalen, das ist bei Thundertech dieses Druckding. Also das der Sensor. Der Sensor, der merkt, wie viel Druck du ausübst. Ach du Scheiße. Und das. Ja, das ist eigentlich nur ein Stück Metall, aber das ist auch ganz einfach auszubauen eigentlich. Es ist nur manchmal schwer dran zu kommen. Bei der WEC gibt's vor 8.30 Uhr einen Neustart vom Rennen. Beziehungsweise da wird dann nochmal entschieden, ob es nochmal eine weitere Verzögerung gibt oder nicht. Ja, und dann den Daniel Faber angerufen. Du, ich komm mal so eben schnell vorbei, ne, mit meinem kleinen, was fährst du für ein Auto? Fiat? Ja, Ruhe, Audi Fiat? A3, Kollege. Der Fiat ist. Audi A3. Und dann fahrt ihr hier einen Nissan. Mhm. War das so eigentlich wie bei Ace Racing? Das, was Ronny Hehn und Sebastian Röhn fährt, müssen wir auch fahren? Das scheint denn wohl gut zu sein, oder? Naja, wir hatten eigentlich uns schon für den Nissan entschieden, bevor Ace Racing oder Notox sich dafür, also sich das, also quasi gepostet haben. Also den quasi gekauft haben. Wussten wir eigentlich schon, dass wir Nissan fahren. Also wir wollten eigentlich am Anfang SLS fahren, weil das irgendwie so das geilste Auto ist. Aber der war vom Fahren einfach nicht so gut. Und dann haben wir uns halt gesagt, gucken wir halt jetzt mal. Und dann hatten wir eigentlich so den Nissan so eigentlich als Favorit schon für Spar. Und dann haben wir den halt noch auf ein, zwei anderen Strecken getestet. Und da war der eigentlich auch so am besten, also was heißt, das Verhältnis von Handling zu Geschwindigkeit war eigentlich am besten. Und gibt halt viele Autos, die ziemlich untersteuernd sind und das mag ich halt überhaupt nicht. Jo. Ganz Nissan kurz, Carsten, macht das nicht? Ja? Sitzt du im Wald? Ich wollte gerade fragen, hast du einen Vogel? Ey, Chief, hast du einen Vogel? Schäfer, Alter. Hier geguckt, ob... Nee, ich mach so einen Spaziergang, ich bin im Handy und so. Ach so. Nee, Schwachsinn, nee, ich hab einfach das Fenster auf. Ach Gott. Ja, ich wollte schon gerade fragen, hast du einen Vogel, Carsten? Gut, neue Atmosphäre. Okay, dann ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich bin da. Wir haben übrigens jetzt genau 8 Uhr. Ja. Jetzt fängt die Glocke an. Oh Gott, ey. Mann, ich wohne im Dorf, man merkt's. Ja, auch neben der Kirche. Und im 2 Stunden. Ja, was mach ich denn jetzt? Ich mach das Glockenspiel. Und in 2 Stunden gibt's dann den Gottesdienst mit Carsten Wilhelm hier live auf Sunray TV, ne? Aber behalt den Weihrauch für dich. Jetzt hat er die Glocke abgehangen, halt. Alter. Ja, soll das als Hintergrund ein bisschen laufen lassen? Sogar mit Vogelgezwitscher noch, oder? Ey, ja. Bei dir am Ort kann aber auch keiner ausschlafen. Die sind das alle gewöhnt. Wie weit ist die Kirche von dir entfernt? 100 Meter? 150? Boah, ist die laut. Da würde ich die Krise. Ja, ich auch. Eieiei. Da bleibt ja nichts anderes übrig, um so früh die Uhrzeit wach zu sein. Also ganz ehrlich, mich würde das gar nicht stören beim Schlafen. Nee, da wäre ich, glaube ich, direkt wach. Nee, ich habe so einen tiefen Schlaf. Ich brauche 3 Wecker, damit ich wach werde. Deswegen kann ich mich jetzt auch nicht hinlegen. Wenn ich mich jetzt hinlege, kannst du mich morgen früh um 8 Uhr wecken. Wirst du nie wieder wach machen? Nee, nicht wirklich. Du bist ja noch schlimmer als ich. Ich brauche ja schon 2 Wecker. Ja, der kommt die Glocken wieder. Ah, Leute. Ja, wenn ich jetzt penne, boah, heute Abend bin ich nicht wach. Wäre ein Problem.
Habt ihr heute denn noch irgendwie ein Liga-Rennen oder so? Oder habt ihr hier nach Ruhe? Ja, eigentlich wäre heute DTM-Rennen in Sandford bei uns. Aber das wurde halt verschoben, weil alle 10 Fahrer von uns auch DTM-Fahrer sind. Und ja, kommt dementsprechend wurde das Rennen verschoben. Wir hätten auch DTM-Rennen nochmal. Daniel Schewicek stupst mich gerade wieder an. Pizza. Pizza, jo, dann guten. Und wie lange geht die Party da noch bei dir? Das geht immer so auf 10 Minuten. Ach, Alter! Ist ja und wir haben ein Viertel davon gehört, ne? Ja, ja, ich. Das wird immer lauter, das ist ja das Schlimme. Das steigert sich so bis zum großen Finale. Jetzt schubsen mich alle an, jetzt kommt der Gebu Spielmann, schreibt mir auch noch Pizza. Also, oh. Also Leute, macht jetzt Stream aus. Nein. Hier werdet ihr gut gelaunt geweckt, ja. Oder so ähnlich. Ganz kurz für die jetzt gerade einschalten und diese Kirche gehört haben und sich fragen, warum lachen die 4 total bekloppten, nee, 5 sind 4, total verrückten jungen Leute. Es ist einfach daran, der Carsten wohnt 100 Meter von einer Kirche entfernt. Und wir haben gerade eine volle Stunde. Und für die zufällig auch im Dörfle wohnen, die wissen, volle Stunde gleich Ding-Dong-Ding-Dong, ja? Bei Carsten. Ja, das ist ja nur morgen zum 8. Das ist ja nur morgen zum 8. Das ist nur sonntags morgens halt. Dann und sonst hat die Kirche geschlossen, oder was? Ja, nee, sonst macht sie nur einmal Ding. Ja, oder sonst sind Ruhezeiten. Yes. Also ich wäre dafür, dass wir jetzt die restlichen 6 Minuten des Kirchengeräusch übertragen. Und dann... Ja, weiß ich nicht. Und dann machen wir weiter. Ja. Achso, weil ich jung ist relativ. Was ich noch sagen wollte, Pizza. Oh Leute! Ich rieche sie schon, ich kriege Hunger. Ja, ich krieg dann langsam auch Hunger, wenn ich so weiterkomme. Ist eine schöne, so eine Big Pizza, weißt du? Mit Pepperoni, Salami. Ja, jetzt ist fies. Jetzt ist so eine fies. Richtig. Sie ist so richtig fluffig, weißt du? Ja, das ist. Ah, ich hab noch mehr, ich hab noch eine Pizza Hawaii. Was ist das hier. Für eine Pizza Dr. Oetker oder? Nee, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Weißt du? Made in China. Nee, Mann, warte, ich such mal ein Google-Bild raus. Können wir auch gerade im Stream zeigen, ne? Latte. Ich glaube, wenn Lutz sich das anguckt, kriegt er einen Schock. So. Ich hab das Fenster mal zugemacht. Man hört es zwar immer noch, also ich höre es noch, ich weiß nicht, ob ihr es noch hört. Also links steht im Teamspeak, im Live.de-Channel. Das ist die Pizza, die ich mir gerade mache. Egal. Lutz wird sich erstmal fragen, woher kommen diese Glockengeräusche da, ey? Aber man hört wenigstens deinen Vogel nicht mehr. Also, ja, das Fenster ist ich glaube, der Daniel Schmidt ist gerade im Stuhl eingeschlafen. Daniel, das ist ich bin nie mehr bei Javier, 20 Stunden hin. Wir könnten, das habe ich einmal gemacht, Wegdienst machen. Das hat bei mir nichts geholfen und ich habe meinen lang ersehnten Nachtstint auch noch verpennt. Oh Gott, oh Gott. So, der Carsten wollte was sagen. Carsten? Ja, ich werde mir jetzt den Wecker stellen, um dann, mich jetzt nochmal aufs Ohr zu hauen. Weil. Das ist jetzt mal. Das ist 15 Uhr. Ja, kann ich nicht. In einer Dreiviertelstunde muss ich wieder fahren. Aha. Ich penne immer nur so maximal 2 Stunden, weil ich sonst nicht mehr hochkomme. Ja, du machst das schon, ne? Schlaf gut. Und ich gucke jetzt an meiner Pizza mal. Ja. Jetzt kommt er gleich wieder, ist total vergoolt. Weißt du, ich hab jetzt 2 Optionen, entweder das zu essen machen oder auch schlafen gehen. Überlegen. So, ja, dann macht's mal gut, ne? Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Passen. Gute Nacht. Man sagt morgens um 8 zu jemandem gute Nacht, halt. Sind wir nicht alle ein bisschen bekloppt im Kopf? Wie gesagt, ich glaube, ja, das wäre nicht hier. Was gibt's bei dir zum Frühstück? Brötchen, oh. Brot? Wieder Baguette. Da. Ich bin schon lange fertig. Ich habe in der Nacht, ich glaube insgesamt 2
60 cm Subs reingewirkt. Also, ich brauche die nächsten 3 Tage nichts mehr. Meine Pizza braucht noch. Also wenn diese Essberater zuschauen, die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Man muss dazu sagen, also ich esse sowas wie Salat überhaupt nicht. Könnte ja gesund sein. Ja, so ungefähr. Das Einzige, was ich so in der Richtung esse, ist eigentlich Obst. Aber selbst das ist jetzt nicht allzu viel. Also nur an Feiertagen. Nur wenn es sein muss, einmal im Jahr. Und trotzdem halte ich eigentlich relativ konstant mein Gewicht. Bei so 150. Und 200. Oh. Untertreib okay. Bitte nicht. Okay. Nee, das sind bei mir so Spanken zwischen 65 und 70. Naja, auf 1,75. Weißt du, jetzt will okay, er angeben. Jetzt will er angeben hier. Ja. Also dementsprechend, solange das so ist, dann brauche ich mir gerade Gedanken. Willst du denn noch Gedanken haben? Machen. Vielleicht haben wir ein paar Frauen, die zuschauen und sich vorstellen, Mensch, den Daniel, den möchte ich mal kennenlernen. Können wir dich verkuppeln oder bist du in einer festen Beziehung? Mit seinem Lenkrad. Na klar bin ich in einer festen Beziehung. Also mir ist tut mir leid, der Daniel Schmitz ist schon vergeben. Meinst du? Nein, ja, mein Auto gebe ich nicht her. Ja, sag ruhig, Lemi, wir haben, außer es ist was Fieses. Ja, das ist... Na, nee. Meinst du, dass morgens um die Uhrzeit irgendwelche... Ja, nee, komm, lassen wir das. Ist egal. Kann nee, den Simrace TV-Link im Facebook rumposten, da sind genug online. Ja, aber... Ja gut, aber meinst du, dass sie sich das wirklich angucken? Wenn ich sage, guck mal, dann bestimmt. Ja, guck gut, mal. Die Frage ist, wie lang, wa? Guck mal, ich bin im Fernsehen, dann kriegen sie das alle an. Da sind genug online. Nicht. Ja, das mich echt, aber auch ich wundert das auch, dass um die Uhrzeit so viele Leute hier... Oh. Die kommen gerade vom Feiern, das ist es. Ja, da, ich war um kurz vor 6, ne, habe ich so in Facebook geguckt, ob ich irgendwelche Nachrichten habe oder so. Habe ich erstmal eine von Marvin Schmidt, glaube ich, bekommen oder so. Wann geht denn der deutsche Stream weiter? Irgendwann um 11 oder so. Dann habe ich die Nachricht von Christian Lehmann, dann habe ich mal so geguckt, wer ist denn online? So die Liste durchgegangen, Mensch, das sind schon 15 Stück. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Und ja. Übrigens sehr lustig, gerade bei der WEC hat das Safety Car mal einen ordentlichen Drift hingelegt. Also so stark ist es denn da am Regnen in Fuji. Vor 8.30 Uhr gibt es da kein Rennen Neustart, um da mal auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Es würden immer noch 3 Stunden 48 und 22 Sekunden fahren. Mal gucken. Irgendwann wird es ja auch mal dunkel in Fuji. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir eigentlich noch? Wir haben noch 7 Stunden und 8 Minuten. Muss ich mal eben ganz kurz gucken. Nach wir meinem Sinn falle ich einfach nur noch ins Bett. Ja. Und dann geht's ja am Montag wieder los, ne, mit der Arbeit. Aber Montagabend erst. Ah, dafür eine Nachtschicht. Yes. Ich hab am Montag frei. Ich könnte selbst den Tag noch durchmachen, weil ich meine, in der Berufsschule macht man ja allzu viel. Kann man sich so ruhig aufs Ohr hauen. Was, Berufsschule? Ja, noch. Wie alt bist du, wenn ich fragen Lehre. Darf? 20. Jetzt ne, jetzt, oder? Also, ist jetzt nicht böse, aber das hätte ich jetzt von der Stimme niemals gedacht. Ich hätte es auch erst auf Sie oder so getippt. Ding, hab ich gedacht. Lehre? Okay, gut. Dann bin ich mal gespannt, was ihr bei mir tippen würdet. 25? Also die, ja, 26, 27, sowas im Dreh wahrscheinlich. Hätte ich jetzt gesagt. 21. Ja. So, so kann das täuschen. Kann man sich auch vertun. Ah, ja. Gut, jetzt bei Daniel hätte ich ganz ehrlich, ohne das böse zu meinen, aber von der Stimme allein gedacht, locker mal so an die 30. Ohne das jetzt wirklich böse zu meinen. Ja, einfach nur von der Stimme hier im TS. Oder vielleicht sollte ich dann auch mal schlafen gehen. Könnte auch da sein. Ich wurde am Telefon auch schon auf 30 geschätzt, also. Gut, ne? Als was, also zum was macht ihr eine Lehre? Ich bin selbstständig. Welchen Bereich? Sicherheitsdienst.
Und Daniel? Ja, ich mach mal, beziehungsweise beende jetzt meine Lehre im Februar als Industriemechatroniker. Also Fachrichtung Maschinenbau, sage ich jetzt mal. So ein Mischmasch aus Elektriker und Mechaniker. Der im Endeffekt in derselben Lehrzeit einfach beides sein kann. Nix Halbes und nix Ganzes. Aber trotzdem irgendwie mehr verdient. Und dann geht's dann auf der FH, ne? Wie bitte? Dann geht's auf die FH, also Fachhochschule. Nee. Sicherheit. Das. Nee? Nee. Dann nicht. Also ich kann noch mal ein paar Jahre schlafen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich weiter in dem Beruf bleib, da sich bestimmt irgendwann Möglichkeiten auftun werden. Und das kann man nicht immer außer Acht lassen und dementsprechend möchte ich jetzt erstmal auch ein bisschen Erfahrung sammeln in dem Beruf. Bin der Meinung, Übernahme vom Betrieb ist auch sicher, also alles im grünen Bereich. Und was ich lerne, Lehmann hält sich da mal ganz kurz raus, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich lerne. Darauf kommt ihr nie. Also ihr habt schon mein Facebook-Feed ausgestalkt. Ich, keine Ahnung. Bürokaufmann oder sowas? Kann nicht sein. Bingo. Echt? Ja. Professioneller Baumfäller. Nein, Quatsch. Ich sag doch, du hast doch jetzt schon mit Sicherheit mein Facebook-Profil ausgestalkt, oder? Klar, weil ich morgens um 8.14 Uhr nichts Besseres zu tun habe. Ja, warum sitzt du denn ja auch hier? Weiß ich. Ja, genau. Guck mal lieber nach deiner Pizza. Oh, oh. Jetzt wird der Tausender. Oh. Oh Gott. Ich wundere, dass wir noch keinen Rauchmelder gehört haben. Ich bin mal gespannt, ob wir, wenn er zurückkommt. Und ob er noch immer so begeistert ist von seiner Pizza. Ja. Also man merkt, so richtig deutsches Frühstück hat hier keiner mehr so richtig, irgendwie, von den Simracern. Nur mal so, dass du es mal auf dem Schirm hast, der Sebastian holt langsam auf Martin auf. Sind jetzt noch 7 Sekunden. Ich soll was ausrichten. Ich mach's jetzt einfach mal, auch wenn ich die Erlaubnis nicht dazu habe. Ich mach's trotzdem. Der Patrick Richter von Independence Simulator schreibt mir gerade, dass die Leute auf der Ideallinie keine Vollbremsung machen sollen. So, weshalb, warum, weiß ich nicht. Also mal ein bisschen aufpassen, wenn ihr Platz macht, dann geht er von der Ideallinie runter. Das steht, glaube ich, auch so im Reglement. Nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, der überrundet, muss sich einen Weg suchen. Da bin ich wieder. Und? Schwarz? Kurz vor knapp. Na, das wäre es ja jetzt geworden. Also 5 Minuten länger und ich hätte sie wegschmeißen können. Skandal. Kevin? Ja? Gruß vom Chevy-Check, er hat's erahnt. Beziehungsweise er hat's gewusst. Von wem? Vom Chevy-Check. Ah, vom Schewinsk. Schewinsk jetzt, da. Der laute Ösi. Ja, ja. Patrick, du darfst es erklären, weil ich es, wenn ja. Ich das mache, versteht's eh keiner. Ja, genau. Also das Problem war jetzt eben, weshalb wir jetzt wieder an der Box waren. Wir hatten eine Überrundung. Kommen aus der Schikane raus und derjenige, der überrundet wird, geht direkt nach der Schikane in die Eisen auf der Ideallinie, sodass wir als Überrundende überhaupt keine Chance haben, da irgendwie vorbeizukommen. Also total, keine Ahnung, was man sich dabei denkt, aber wahrscheinlich nicht viel. Ich habe auch schon mehrmals gehabt. Ja, man kann ja dann, keine Ahnung, 2 Meter zur Seite fahren und dann dort in die Eisen gehen, von mir aus. Oder man, keine Ahnung, fährt dann halt ein bisschen langsamer auf der Ideallinie, dass man den dann überholt, aber doch nicht voll in die Eisen gehen und ja, das direkt nach der Kurve. Also, das wäre halt, deswegen wollte ich das gerne, dass das vielleicht doch nochmal den Leuten ins Gedächtnis gerufen wird, dass da auch andere Leute dann nicht unbedingt gleich reagieren können, vor allem, wenn sie hier schon Stunden gefahren sind.
Ich glaube, leider gucken auch nicht mehr alle den Stream. Ja, das stimmt. Ich hatte es auch in meinem Stint. Ich weiß nicht, ob das Satellite Racing war, dieser David. Nee, dieser David Belly von DR Motorsports, genau. Ich glaube, die waren das. Nach der Rouge auf der langen Gerade vor mir war der Vogel. Und der, keine Ahnung, so zwei Wagenlängen Abstand zu mir zum Vogel. Und rechts halt der. Ich glaube, das ist der von DR Motorsports, war. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Dann gibt halt Lichthupe, von wegen, ja, ihr könnt vorbei. Und der Vogel zieht vorbei. Und wie als hätte er die Handbremse gezogen, Lenkrad links rüber und mitten auf die Ideallinie. Da habe ich mir auch. Also. Gerade noch rechts rüber habe ich mir auch gedacht, aber sonst geht es ihm noch gut. Ja, mit dem. Also sah wirklich komisch aus. Ich will keinem was unterstellen, aber. Um Gottes Willen, das weiß ich nicht. Wirklich, wie als hätte die Handbremse links rüber, mal gucken, was hier jetzt passiert. Ich fahre meistens bis zur nächsten Kurve und gehe dann halt da vorher vom Gas oder bremse dann ein bisschen was früher. Lass den Leuten dann halt die Chance, vorbeizufahren. Ja, vor allem klar und deutlich anzeigen, das ist doch nicht so schwer. Außerdem ist es doch für beide dann als irgendein Risiken. Na, aber gut, ich glaube, das sieht jeder teilweise ein bisschen anders da. Leider. Ja, aber gerade in der Startphase oder so, da muss man teilweise wirklich rundenlang hinter welchen herfahren, die 1-2 Sekunden pro Runde langsamer sind. Oh, weil die ja wirklich dann teilweise kämpfen, ja, obwohl die überrundet werden, kämpfen die um ihre Positionen. Also ja. Ich verstehe das. Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Eben beim Reset haben sich doch 6 Leute gleichzeitig abgeräumt. Ja, kann ich nicht verstehen. Wenn ich einen Ronny Hähnel hinter mir habe oder einen Rhön oder was weiß ich, wo ich weiß, die fahren 18er Zeiten und ich fahre 120er Zeiten, da stelle ich mich doch nicht in den Weg. Da lasse ich die vorbei und gut. Aber naja. Ja, das ist eigentlich so ein Diskussionsthema, das können wir jetzt noch die restlichen 7 Stunden führen. Oh ja. Und mit Sicherheit darüber hinaus nochmal in 24 Stunden. Einen guten Appetit, ja. Kevin. Danke. Die scheint wohl ziemlich cross zu sein. Aber ja, Problem ist, ich muss Gas geben. Ich habe gerade erfahren, dass unser aktueller Fahrer Wolfgang Stock nur noch für 8 Runden Sprit hat. Und dann muss ich wieder einspringen. Und ich werde mich mal um meinen Fahrer kümmern. Also, Dankeschön und bis später. So, viel Glück. Bis später. So, der eine geht. Ja? Was mir im ersten Doppelstint, sag ich jetzt, passiert ist, da gab es auch einen Restart. Und nach dem Restart, ich nenne jetzt auch keinen Namen, Fairness halber, war Porsche hinter mir. Der war auch an die, ich sage jetzt mal, 2 Sekunden langsamer. Der hatte bloß in dem Moment den Vorteil, dass ich einen Fehler gemacht habe und unser SLS irgendwie in der ersten Kurve sehr früh auf die Bremse muss. Ich habe keine Ahnung, also wenn ich da anbremse, alle anderen können geschätzte 250 Meter später bremsen. Als wir. Aber auch bloß in der Kurve. Und ist da locker, das ging so eine Viertelstunde hin und her, ist da immer wieder vorbei, dann durfte ich mich in der Blanche Mont wieder vorbei überrunden, dann ist dann wieder erste Kurve vorbei. Bis es halt dann mal so ein bisschen gekracht hat in der Bus-Stop-Schikane. Da ist er auch hinter mir geblieben, Fairness halber. Und komischerweise war er dann nächste Runde 2 Sekunden weg. Übernächste 4, die darauf folgende 6. Ich meine, ich für meinen Teil kann sowas nicht verstehen, warum er sowas machen muss, aber okay. Vielleicht hat er es selber jetzt nicht so gemerkt, dass ich wesentlich schneller konnte. So, ich hole mal den nächsten rein. Ich wollte unbedingt, das hat er mir am... Hat er mir Samstag früh geschrieben, ich möchte unbedingt ein Interview haben. Dann soll er es auch kriegen. Nico Nägele. Christoph, den Daniel. Nico, den kannst du draußen lassen. Das reicht mir schon, dass ich ihn in der GT3 auf dem Hals habe. Und der bringt mir gerade eben einen Herzinfarkt, weißt du? Wieso? Ja, ich hatte einen Blackscreen und dann bin ich halt voll auf die Eisen nach links gelenkt. Also von der Ideallinie und ja. War ich dann halt wieder da, also war ich halt wieder zu sehen. Auf einmal warst du 5 Meter vor mir. Ja. Hast du mal grüßen, Nico? Was? Hast du mal grüßen? Jetzt fangt mal nicht an, hier irgendeine Geheimfrage. Warte mal, jetzt klärt mich mal auf, wo kennt ihr den her? er fährt bei uns in der Profi Racing League in der, wie heißt es ausgesprochen? Rowe RL GT3 Masters, glaube ich. Ah, was man hier alles erfährt, Nico, wa? Aha. Ja, ja.
Ja, ja. Fremdgeher. Aber es ist eben nicht das an uns besprechen wir hier. Das besprechen wir jetzt mal nicht hier. Aber jetzt nicht wegen eurer Liga oder so. Nur Nico ist einem, dem muss man öfters mal eine Nackenklatsche geben. Nee, nee, den Arsch treten so ist, glaub ich, besser, ne? Naja, das ist doch... Beide. Naja, gut. Ich glaube, passt nicht hierher. Ja, Nico, jetzt habe ich deinen Wunsch endlich erfüllt. Was kriege ich jetzt dafür? Nichts. Gut, du warst hier, du darfst wieder gehen. Ja, ich bin vor, wenn du bist, dann... Wann fährst du wieder, Nico? Je nachdem, ob der Kalle jetzt nochmal fahren will, nach dem Stint, fahr ich nochmal. Oh, nee. Hast du schon gefrühstückt? Ich, nö. Brauche ich nicht. Willst du ein Stück? Pizza? Ja, Pizza hätte ich schon noch Lust, aber ich hab hier noch Spezi. Er hat mir nämlich die ganze Zeit geschrieben, oh, will auch Pizza. Ja, mach dir eine. Hast du denn geschlafen? Ja. Genug. Ja. Lemi? Ist es so, oder ist es nicht? Naja. Genug verschlafen, sagen wir es so. Aha. Ja, Team 2, wie läuft's da, Daniel, Nico? Den Umständen entsprechend gut. Also, wir haben viel Pech gehabt von Abflügen her und von den Restarts. Da wo, also im letzten Restart haben wir eine Runde verloren auf den Vordermann. Ja, jetzt sind wir dabei, die gerade wieder reinzuholen. Jetzt haben wir auch euer Auto im Bild, eben hatten wir das Dreier. So, jetzt lass mich ganz stark überlegen. Bei euch fährt Carsten Fischer. Gunegele. Ich krieg's zusammen. Sigi. Und noch irgendeiner. Du hast einen Schwertfeger. Genau, oh Gott, wie konnte ich den bloß vergessen? Der heute auch ein recht tadelloses Rennen fährt, also echt auch nochmal ein Lob an ihn. Der fährt konstant gute Zeiten. Schleim nicht so viel. Ich schleim nicht. Nee, der hat das eben Lenkradproblem und hat heute, gestern war es, demnach, beim Rennen eben das ganze Rennen Lenkrad nochmal auf Vordermann gebracht. Was kann für euch da vorne noch gehen? Ihr seid aktuell auf der 22. Platzierung. Top 20, ist das euer Ziel oder noch besser? Also ich vermute es mal schon, dass Top 20 unser Ziel ist, aber ob wir das noch schaffen, wir sind ja da jetzt 2 Runden zurück, wird schwierig. Wie viele Runden hast du jetzt hier für Spa-Francorchamps trainiert, auf dem Audi? Waren auf jeden Fall über 350 Runden. Darf ich gemein sein? Was? Er hat mehr auf dem Auto trainiert, als er im Event gefahren ist. So ist es. Ja, damit musst du jetzt leben, Nico. Also. So. Ich werde jetzt mal runtergehen. Genau, hat's geschmeckt. Das letzte Stück Pizza kann ich leider nicht mehr essen. Egal. Also egal. Kevin, viel Erfolg dir. Kevin. Bei uns gibt's jetzt innerhalb der nächsten 5 Minuten Fahrerwechsel. Dann muss ich gucken, dass ich schon ein bisschen Zeit auf den Nägel rausfahre, da kommen mir sonst zu nah. Ihr macht das schon, ne? Ja, dann wenn, Glück, tun, wenn du nichts zu tun hast, Raute 107. Auto 107? Achso, nee, das läuft ja anders mit dem Anwählen. Was? Läuft anders mit den Anwählen der Fahrzeuge. Position 19? Was weiß ich, was wir gerade sind. Ja, aber dafür muss ich zum Beispiel die 15 antippen, um auf die 19 zu gehen. Ja. Ui, das ist halt ja aber auch ganz schön jetzt gerade im Bedrängnis, ne? Mit dem Ferrari da vorne. Da waren sie sich eben nicht einig, wer jetzt links fährt. Was machen die da schon wieder? Racing.
müsste eigentlich eine Überrundung sein für uns. Ja. Das ist, glaube ich, dieser auch hoher. Nein, das ist ein Zweikampf. Das ist Air Factor Simspain. Nein, George das Helle. Ist V12, oder? Ja, wir gucken. Der Meinung, das ist ziemlich sicher, dass das V12 Racing ist. Ja, okay, habt ihr recht. Die euch trennen 30, stimmt. Jetzt hat sich's aktualisiert auf Air Factor Sim Motorsport. Dahinter haben wir ein Kfz Teil 24 Audi, der ist aber ein Überrundeter. Ja, denn. Viel Spaß, ne? Ich werd mal runtergehen. Alles klar. Bis später. Bis denn. Adios, amigos. Jo, bis dann. Ich wollte eigentlich von einer halben Stunde Rangfolge machen, ne? Fällt mir mal gerade so ein, wir haben es ja 8:30, dann machen wir es jetzt eben. Also wir gehen mal ganz schnell durch. Rewrite Motorsport führt mit 8,5 Sekunden nur noch vor Notox Racing 1. Okay, das ist Boxenstopp, noch nicht bereinigt. Auf der 3 haben wir ein Skype Team Racing 1. Auf der 4 Kfz-Teile 24. Auf der 5 Rowe Simracer PRL 1. Auf der 6 Accuri Sim Motorsport AMR 177 auf der 6. Auf der 7 Skype Racing Team 2. Auf der 8 RML Racing Team 1. Warum müssen die eigentlich immer Racing Team noch davor stehen haben oder dahinter? Mein Gott. Auf der 10 haben wir dann die Indy. Sorry. Ja, mein Gott. Aber zum Beispiel hier Position 10, Independent Sim Racer. Ja? Das ist doch mal ein schöner Teamname, wie alle anderen. So, hoffentlich habe ich mich gerettet. Auf der 11 haben wir ein Ace Racing GT. Auf der 12 LSF Racer. Auf der 13 Federer Sports Poland 1. Auf der 14 Accuri Sim Motorsport AMR. Auf der 15 Independent Sim Racer 3. 16 Wilcraft Tier 30 Team Racing. Auf der 17 haben wir GT Racing. Auf der 18 Rowe Sim Racer PRL 2. Auf der 19 Air Factor Sim Motorsport. Oh, der Rowe SLS ist dann da jetzt vorbeigegangen, das haben wir jetzt Sicherheit im Bild gehabt. Genau. Ja, wird wahrscheinlich beim Boxenstopp gewesen sein. Also überholt hat er niemanden auf der Strecke. Ach ja, stimmt, er ist in der Box, ja. Hm. Banzai Motorsport auf der 20, da hoffe ich immer noch, dass wir den Dominik Breyer mal zum Interview bekommen. Auf der 21 Sim Motorsport AMG. Auf der 22 RML Racing Team 2. Auf der 23 Witchwood. Auf der 24 AVA Motorsport. Auf der 25 Wood Multigaming, auf der 26 Sim Racing PL Raceport, auf der 27 Notox Racing 2, 28 Virtual Endurance Racing, auf der 28 29 ML Racing Team 3, auf der 30 KRS SSR Motorsport, auf der 31 V12 Racing Team, auf der 32 haben wir Independent Sim Racer 2, auf der 33 Satellite Racing 1, Martini Racing auf der 34, auf der 35 DR Motorsport und 36 schon seit einiger Zeit raus MSRF2 Motorsport. Das ist das aktuelle Standing und ja, jetzt haben sie sich hier alle verpieselt, außer der Daniel, der hält wacker durch. Ich lebe auch noch. Und der Lehmann. Muss nur mal gehen und... Das ist so langweilig? Nee, langsam möchte. Ja, aber das glaube ich nicht mehr. Aha. Okay. Musst du nochmal fahren, Daniel? Dann? Oder? Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Taktik habe ich entworfen. Auch die Stint-Vergabe. Aber ich habe sowas von keine Ahnung durch die Restarts. Ich weiß wirklich überhaupt nicht mehr, ob ich nochmal fahren könnte oder müsste. Ich weiß bloß, dass dieses Ding jetzt fertig gefahren wird und dann ein anderer übernimmt. Das ist schon mal gut. Hauptsache etwas, ne? Ich rechne in kleinen Schritten. Weil sehr viel mehr ist nicht mehr möglich bei mir.
Also ich glaube, fahren können, wie gesagt, also mir kam es echt so vor, wenn du am Fahren bist, das ist nicht so schlimm, wie wenn du dann halt aufhörst und so das erste Mal auf diesen hellen Bildschirm dann guckst, das ist irgendwie... Oh, ist ja grell. Ja. Über was könnten wir sonst so reden? So, jetzt ist auch das Lecken weg. Gucken wir mal, Zweikampf, haben wir da irgendwas? Nee, leider nicht, das ist immer das Problem bei so 24 Stunden. Und irgendwann hast du nix. Doch, RML ist da involviert. Mit KRS, SSR, Motorsport, dann gehen wir mal dorthin. Drück ich mal die zweistellige Zahl, da haben wir sie, da vorne haben wir den roten Audi, ist das ein Audi? Ja. Nee, ist ein Ferrari. Ach. Das ist ja mal komisch, dass die RML verschiedene Autos fährt. Normalerweise, wenn, dann sind ja immer alle gleich. Wo Audi ist, ein Ferrari. Wir durften ja keine drei gleichen Autos nehmen. Ja. Doof, dass es da ein Reglement gibt, ne? Wo ja übrigens, Honda zum Buttel auch eigentlich mit drauf fahren sollte auf dem Dreierteam. Und übrigens, ui, da hat sich jetzt eben der, wer ist es? Der Dietmar Blaskowski. Sonst noch abfangen. Es gibt ja auf der SR-Org-Seite, habe ich gestern Abend gesehen, ein Spotter-Guide von den Dominik. Der ist auch richtig geil geworden, nur uns ist natürlich eins aufgefallen. Das muss man jetzt einfach mal so erwähnen, und zwar bei RML Racing Team 3 ist leider den Dominik einen kleinen Schreibfehler unterlaufen. Nicht nur bei RML, auch bei Rowe. Weil da ja, heißt unser Fahrer Michael Kallenbach auf einmal Daniel Kallenbach. Aber das war bei Ding. Okay. Bei Le Mans genauso, da hieß ich auf einmal Christian Schmidt. Geht ja noch. Bei uns heißt unser Jonas zum Buttel, Jonas zum Beutel. Also, naja. Ja, aber im Endeffekt, ne? Die Grafik ist ja cool. Ich meine, bei so viel kann passieren. Ich fand's amüsant, das zu lesen. Ein Beutel. Aber er fand es, glaube ich, nicht amüsant, der Jonas. Ja, dann müsste durch. Le Mans durfte ich mir das anhören, jetzt dürfte ich der Michael das anhören, also. Ist das nicht mehr so? Bei mir haben sie noch nie einen Schreibfehler gemacht. Als ich damals gefahren bin, gab es ja auch schon solche Spotter-Guides, da haben sie es immer geschafft, mich mit K und F zu schreiben. Und jetzt kommt mit Sicherheit wieder irgendeiner, wenn man auch aus der polnischen Grenze kommt, oder von der polnischen Grenze, ist das halt kein Wunder bei der Schreibweise. So. Ich guck mal gerade so aus dem Fenster aus und ich sehe, hier ist es bewölkt. Es ist hell mittlerweile geworden. Und es fahren tatsächlich schon Autos um kurz nach 8:30. Sieht's bei euch aus? Wettertechnisch vor Ort? Leicht bewölkt. Bei dir, Nägele? Was? Wie sieht's bei dir wettertechnisch aus? Ich hab's jetzt akustisch nicht verstanden. Glotz mal aus dem Fenster. So, wettertechnisch. Ach so. Gucke aus dem also Fenster draußen. Und zeig mir, ja. In der freien Natur, wie man es auch so nennt, ist es bewölkt. Also die Sonne geht jetzt gleich mal auf, aber ich sehe sie nicht. Ich kann euch sagen, das soll bei euch regnen heute. Und wo der Daniel wohnt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir den Regen erst morgen abkriegen. Übrigens, ganz kurz, WEC geht weiter, zumindest hinterm Safety Car. Schauen wir mal, wie lange. Da sind sie auch nur 10 Minuten gefahren und dann kam wieder die rote Flagge raus. Naja, irgendwann werden sie noch fertig mit dem Fahren heute. Dass wir eher fertig sind als die. Ja, das ja vielleicht. Ja. Vielleicht sagt ihr das wunderschöne Frankenland was. Frankenpass? Frankenland. Achso, Frankenland. Ja. Ja, dann hast du es. Frankenland. Warte mal, jetzt lass ich mal ganz kurz. Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken. Ach du Scheiße, ich war ja im Sommer in Unterfranken. Übrigens, das hat sich auch schon wieder erledigt da bei der WEC, weil
es ist wieder die rote Flagge nach einer halben Runde. Also es ist noch nicht machbar mit dem Fahren, dass wir solche Probleme hier nicht haben. So, Skype Racing kommt an die Box, wie wir gerade sehen. Ist schon lustig. Da ist Safety Car gerade mal 30 Sekunden und nach 30 Sekunden kommt schon wieder die rote Flagge raus bei der WEC. Also das wird noch ein lustiges Rennen dort, genauso wie hier. Nee, ist aber sehr schön unter Franken, muss ich sagen. Ja, wo genau warst du denn da? Wahrscheinlich in Würzburg, oder? Ganz genau. Hast die Stadt besichtigt? Mhm. So, wenn ich das jetzt eben richtig gehört habe, das Rennen wird jetzt bei der WEC komplett abgebrochen und es gibt halbe Punkte. Also das WEC-Rennen ist offiziell beendet und es gibt halbe Punkte, wie gesagt. Aber bei uns geht es ja hier weiter. Und das Problem, wir sind immer noch hier beim Kampf RML gegen KRS und SSR Racing. So, jetzt schreit mein Team aber doch mal kurz nach mir. Ich wollte schon gerade fragen, möchtest du überhaupt mal zu deinem Team oder findest du es hier besser? Ja, mittlerweile haben wir wieder drei Fahrer da unten drin. Channel sitzen. Weber, du kannst auch mal auf den Andreas Padberg schalten, Wilcrave. Oh. Das hört sich nicht gut an. Ne, die holen auf Independent Simrace 3 auf den Andreas Leikamp. Na gut. Eine Sekunde schneller. Dann schaue ich später vielleicht nochmal rein. Ja. Das soll euch noch gutes gelingen. Jo, dann hören wir euch auch. Das wird schon schief gehen. So, aber wir bleiben erstmal bei den. Okay, das hat sich entschieden, weil Hood hat sich jetzt Lassus gedreht. Ja, der wurde aber angeschoben, ne? Habe ich gerade weggeschaltet, hättest du das ein Bruchteil einer Sekunde eher gesagt, dann hätte ich mir jetzt das Video angeguckt und da gehe ich nochmal zurück. Drücke, welche Zahl muss ich jetzt hier drücken? Diese. Dann mache ich so. Und ich kann dir sagen, ui, der hat Ding gemacht. Putsch, ja. Zweimal sogar. Okay. Schauen wir mal, ob er die Position wieder zurückgibt. So, da haben wir jetzt die beiden. Da haben wir Patrick und da vorne Leikam. Ja, Nico. Wie läuft's sonst so bei dir? Bei der RML. Formel 1. Müsstest du ja am besten wissen, ne? Also, im Moment nicht prickelnd. Letztes ja, Rennen auf Position 7 beendet. Ja, dann habe ich den Livestream, den Streamer angeguckt, dann habe ich nur noch gehört, dass du gesagt hast, ich war WM-Kandidat für dich und ja, jetzt bist du ja aus der Kategorie raus und das fand ich voll unfair von mir. Tut mir leid, aber es ist die Wahrheit. Ja, es ist so, ich hatte einfach die letzten paar Rennen keine Zeit. Ja. Dazu. Wenn man dann auch noch Fußball spielt, ne? Ja, ich hab eben jetzt auch noch gleich mal noch ein Fußballspiel. Aber gesagt, ich bin in Belgien.
Die haben es mir abgekauft, ja. Du hast ihnen echt gesagt, dass du in Belgien bist? Ja, am Rennen halt, ja. Ja, im Rennen. Ach du Scheiße. Uah. Aber die haben nicht irgendwie gefragt, ob man sich das angucken kann oder so. Ah, ganz kurz. Feder Motorsports hatte Penalty. Ja, ja, irgendwas hatten sie auf jeden Fall. Haben sie noch eine Penalty, die müssen noch 3 Minuten in der Garage stehen. Okay. Die haben Escape gedrückt. Ah, jetzt wird's übrigens interessant bei Freeride und Notox, weil jetzt sitzt ja der Martin Bisold hinter dem Nissan. Martin fährt schon seinen zweiten Stint. Die waren eben alle in der Box. Und Martin ist davor schon im Auto gewesen. Waren jetzt eben, also Röhn war eine Runde vor Martin und Radek in der Box. Zukowski, ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall, die waren gerade in der Box. So, sonst ich mal. Ja, die kommen sich jetzt hier immer näher, die beiden. Und das um kurz vor 9. Das finde ich auch sehr schön. A, das Design natürlich. Aber auch hier hinten der Schriftzug Goodbye. Also, und was steht da hinten auf dem Heckflügel? No fair, no limit, no. Ja, okay, das kann ich wieder nicht lesen. Schauen wir uns auch mal das Auto ein bisschen an hier. Ach Gott, haben da noch welche orangenen Felgen auf? Oder wie sieht das hier aus? Das ist auch eine Idee. Türsenkel muss auch sein. Ja, das ist Will Graff. Und zwischen Will Graff und RML gab es ja so einen kleinen, eine kleine Abmachung, ne? Jemand? Wie, wo, was? Hab ich was verpasst? Ja, es wurde ja gesagt, dass da kein gegenseitiges Abschießen sein wird. An irgendjemanden ab. Hä? Ja, wie? Warum sollte denn hier jemanden abschießen? Weiß ich nicht, das habe ich nur so im Teamflug mitbekommen. Haben uns doch alle lieb. Ja. Und wenn du jetzt noch ein ganz lieber bist, geh zu meinem Support-Channel. Du kannst ja Englisch. Ja, doch. Jo, ich ja. Hüpf sich dann gleich schon mal. Jo. So, Nico. Achso, der ist am Spotten. Unter anderem, ja. Ja. Jetzt hast du endlich dein Soll. Also wie gesagt, wenn ihr zum Interview kommen wollt, ihr könnt gerne kommen, es ist ja aktuell nicht so viel los. 8.45 Uhr haben wir es und ja, was mal ganz kurz ein Zeitservice. Dann sind wir mal gespannt. Jetzt habe ich mit Sicherheit jetzt was verpasst hier vorne, ne? Bei Leikam und... Ne, doch nicht. Schreiben wir mal auf diese Kameraposition, dann verpasse ich da auch nichts. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie stellen. Ich hoffe doch mal, dass wir die relativ schnell beantworten können. Ja. Weiß nicht, über was könnten wir denn so erzählen? Über vieles, also. Viele Themen, aber die sind wahrscheinlich nicht ganz so interessant für alle, die hier zuschauen. Wie ging denn die ALMS aus?
Da hast du bestimmt Infos drüber. Nee, habe ich natürlich nicht, weil ich habe gar nicht bis zum Schluss geguckt. Ich lese aber nur gerade hier auf der BMW-Facebook-Seite, dass sie auch 2 und 4 beendet haben. Das ist jetzt in der Arlem-App. Und ansonsten lese ich hier gar nichts. Ich hatte gerade einen Informationsdienst, dass das 6-Stunden-Rennen nicht mehr neu gestartet wird, das stimmt auch. Also, in Pucci. Ah, Christoph, guck mal bitte in den Gast-Channel. Ja. Hallo, Lehmann. Wie ist denn die Stimmung da bei euch und Nico im Channel? Gut, also da haben wir uns mehr erhofft, aber was soll man machen? Ich meine, ich bin auch Leidtragend, also das heißt Leidtragend, ich bin selber schuld. Ich bin in meinem ersten Stint bin ich nicht als Zuschauer drauf gejoint, sondern als Auto und ja, dann ist natürlich eine Penalty. Ja, auf unser Auto drauf gekommen und ja, da haben wir halt Pech gehabt. Mein Fehler. Aber ihr seid ja noch jung, ne? Ja. Dann ist damals so, nächste Rennen ist auch wieder. Ja, kommt auch demnächst. So, aber hier der Hardback kommt gar nicht so richtig rennen, aber jetzt erstmal Lehmann. So, du kannst mal Position 4, Skype Team Racing, Redek zu Soski. Ja oder nee, stopp mal. Hier ist ja, es, glaube ich, spannender. Ah, nee, dann kannst du mal Hardback werden, das ist doch enger. Ja, sorry, ich hab mich hier verguckt. Hat eigentlich Schlutz gesagt, wann der wiederkommt? Wohl nicht. Irgendwann um 11 oder so? Das weiß ich. Ich weiß es nicht. Also. Ansonsten, Lehmann, du weißt ja, wie es geht. Du wolltest schon immer mal live rentieren. Ich will dann bald mal live schlafen gehen, ja. Das werden wir aber nicht übertragen. Nee, werden wir nicht. So, jetzt kommt er aber wieder ran. Es sah nur eben so aus. Also da wird es jetzt gleich spannend. Putback gegen Leikam, beziehungsweise andersrum. Leikam im Z4, Putback im McLaren MP4-12C. Ja. Behalt aber auch mal einen Röhn im Auge, weil der ist jetzt nur noch 4 Sekunden hinterm Bisold. Ich wollte gerade sagen, weil die letzte Runde eine 2.21 von Martin und der Sebastian fährt 2.19 in der letzten Runde, dann gehen wir dort jetzt einfach mal hin. Da haben wir sie. Skype Racing noch mit Licht, den ist es anscheinend wohl nur dunkel. Okay, jetzt machen sie auch Platz. Ja, was glaubt ihr, wer wird gewinnen? 3 Ride? Ach Gott, da haben wir ihn ja schon. Den Nissan. Glaubt ihr, dass 3Ride gewinnt oder wird es Notox oder eventuell doch Kfz-Teile oder eventuell doch Skype? Ich würde mal sagen, dafür ist das Rennen noch zu lang. Um da jetzt was zu sagen. Aber von der reinen Performance her tippe ich auf den Sebastian. Weil ich denke mal, der Ronny, der wird es nachher bestimmt auch nochmal fliegen lassen. Und ist so meine Einschätzung, aber gut, wie gesagt. Noch haben wir ja ein paar Stunden. Ja, wir haben noch ein paar Stunden. Aber wir haben keine paar Stunden, um mal eben kurz den Stream neu zu starten. Also wir sind gleich zurück zum nächsten Part, denn. Und ja, dann haben wir es schon kurz vor 9. Bleibt dran, bis gleich.